Ja, ich habe in der Stadtratssitzung am 26.01. eine Anfrage gestellt und mir wurde zugesagt, eine schriftliche Antwort zu erhalten. Die habe ich nicht erhalten. Ich habe die Anfrage gestellt, wie der Vertrag mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, der auf 5 Jahre befristet war, wie dieser Vertrag, wie mit dem Vertrag weiter verfahren wird. Er hat eine Verlängerungsklausel, wie fast alle Verträge, und wie auch die Inhalte dieses Vertrages eingehalten wurden. Daraufhin habe ich, weil die Antwort bis dato ausstand, letzte Woche im Sitzungsbüro angerufen und ich erhielt dann die Antwort, die ich hier zitiere, per E-Mail von der Behindertenbeauftragten oder Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Zeitz. Die Behindertenbeauftragte der Stadt, Frau Küssner, und die Gleichstellungsbeauftragte, in dem Fall Frau Reyes Fuentes, werden im Bildungsausschuss am 3.4.2017 berichten. Also eine solche Antwort kann ich nicht akzeptieren. Es ist eine Anfrage einer Stadträtin und die ist zu beantworten. Und ich kann da nicht hinweisen auf Berichte, die dann in zukünftigen Ausschüssen stattfinden. Ich bitte also hier nochmal mir eine Antwort zu geben, sonst werde ich diese Fragen schriftlich stellen. Ja. Damals geschlossen wurde. Ich möchte daran erinnern, das war auch in meiner Frage Gegenstand. Vielen Dank. Wann kann ich das dann erwarten? Geben Sie uns 2 Wochen. Reicht Ihnen das? Gut. Ich hoffe, dass das dann nicht nochmal vorkommt. Wir haben ja eine Geschäftsordnung im Stadtrat. Vielen Dank. Gibt es zum Protokoll weitere Wortmeldungen? Das sehe ich so nicht. Damit kommen wir zur Abstimmung zum Protokoll der Sitzung öffentlichen Teil vom 26.01. Wer Zustimmung erteilt, bitte jetzt Ja stimmen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? So, mit 31 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen beschlossen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 4, rufe auf Tagesordnungspunkt 5. Bekanntgabe der gefassten Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung des Stadtrates. In der 26. Sitzung des Stadtrates Zeitz am 26.01.2017 wurden im nicht öffentlichen Teil keine Beschlüsse gefasst. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 5, rufe auf Tagesordnungspunkt 6. Einwohnerfragestunde. Zunächst eine kurze Belehrung dazu, bevor ich eröffne. Der Stadtrat sowie seine beschließenden Ausschüsse führen im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfragestunde durch. Der Vorsitzende des Stadtrates bzw. der Vorsitzende des Ausschusses legt in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fragestunde fest. Der Vorsitzende des Stadtrates bzw. der Vorsitzende des Ausschusses stellt den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Findet sich zu Beginn der Fragestunde kein Bürger ein, kann sie geschlossen werden. Die Dauer der Fragestunde kann bis zu 30 Minuten betragen. Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner Anschrift berechtigt, höchstens 2 Fragen zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen vom allgemeinen Interesse, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen. Allgemeine Erklärungen oder Diskussionen sind keine Fragen und daher nicht zulässig. Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der Einwohnerfragestunde sein. Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den Oberbürgermeister, den Bürgermeister. Entschuldigung, muss ich weglassen, Bürgermeister haben wir zurzeit nicht, den Vorsitzenden des Stadtrates. Die Beantwortung einer Frage kann auf den zuständigen Fachbereichsleiter übertragen werden.
Eine Aussprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die innerhalb von 4 Wochen gegebenenfalls als Zwischenbescheid erteilt wird. Ich eröffne die Fragestunde. Bitte. Herr Dubek, bitte. Mein Name ist Horst Dubek, wohnhaft Zeitz. Meine Frage bezieht sich auf die Wahl der Bürgermeisterin. Nach einer im Vorfeld kontrovers geführten Diskussion kam es anfangs Dezember 2016 zur Wahl der Bürgermeisterin. Aus dem angeblich nicht geeigneten Bewerberkreis. Was sind die Gründe, dass sie bis heute nicht ihren Dienst angetreten hat, beziehungsweise wann erfolgt dies? Dankeschön. Herr Dubek, die Frage kann ich Ihnen beantworten, jedenfalls teilweise. Auch das wollte ich eigentlich im Rahmen meines Tätigkeitsberichts. Haben Sie die Geduld? Reicht es Ihnen dann, wenn ich es in dem Rahmen beantworte? Wenn ich die Antwort heraushöre, gerne. Ja, bekommen Sie. Gibt es weitere Anfragen? Herr Moser. Der Stadtratsvorsitzende hat meinen Namen schon genannt. Da brauche ich nur noch hinzuzufügen, dass ich Zeitzer bin. Bitte, kann mir gesagt werden, ob in der Vergangenheit die Förderung der Schulen in kommunaler Trägerschaft, ganz gleich, ob in kreislicher oder in städtischer, ob da genauso gefördert wurde wie die Schulen in konfessioneller Trägerschaft oder ob da Differenzen bestehen. Also man stellt ja Fördermittel bereit für den Bau dieser Schulen. Dann hätte ich gerne gewusst, wenn das heute in der Haushaltsdebatte natürlich besprochen wird, dann weiß ich nicht, ob Sie es beantworten können, wie hoch die Förderungen sind, insbesondere für die konfessionellen Schulen. Und noch eine Anmerkung, ich bin nicht damit einverstanden, aber ich habe natürlich nichts zu sagen, dass diejenigen, die dieses Bildungssystem zu verantworten haben und mitzugestalten, ihre Kinder auf bessere Schulen schicken wollen. Das finde ich nicht richtig. Da aber meine Frage bleibt davon unberührt. So. Frau Langberg. Also ich möchte darum bitten, dass wir dann diese Zuarbeit, wie hoch die Förderungen bisher erfolgt sind und was in Zukunft geplant ist, dass wir das schriftlich zuarbeiten oder zu Protokoll dann geben. Das kann ich jetzt nicht so aus dem Stegreif sagen. Dankeschön, Frau Langenberg. Sind Sie damit einverstanden, Herr Moser? Sie bekommt das schriftlich. Gut, dankeschön. Sie hatten eine Anfrage, bitte. Mein Name ist Falk Heiland, wohne in Zeitz, in der Rudolf-Büschendorf-Straße und Vater von 5 Kindern. 4 Kinder von mir gehen in Kindereinrichtungen hier in Zeitz, beziehungsweise in Schulen. Meine Frage ist, werden Flüchtlinge in Schulen und Kindergärten bei uns demnächst eingesetzt als Hausmeisterhelfer? Zweite Frage dazu, wie stellt die Stadt sicher, dass unseren Kindern dadurch nichts passiert, gesundheitlich beziehungsweise Übergriffe? Ja. Ja, danke schön. Frau Langenberg, können Sie dazu was sagen, da es um Kindereinrichtungen geht? Vielleicht können wir die Beantwortung gemeinsam vornehmen, Herr Gottschlich und ich von der CIAG. Es ist richtig, dass solche Maßnahmen über den Burgenlandkreis praktisch initiiert werden, wo auch Flüchtlinge in verschiedenen städtischen Einrichtungen der Stadt Zeitz eingesetzt werden, unter anderem auch Schulen und Kitas. Grundvoraussetzung ist aber, dass für diese Teilnehmer, die uns noch nicht bekannt sind,
Führungszeugnisse und auch Gesundheitszeugnisse vorgelegt werden, um da eben Risiken, insbesondere im gesundheitlichen Bereich, auszuschließen. Und ja, so ist es auch mit dem Burgenlandkreis abgestimmt. Und nur wenn das wirklich vorliegt, dann denke ich, können diese Maßnahmen stattfinden. Wollen Sie noch was ergänzen? Reicht Ihnen die Auskunft? Ja, reicht mir erstmal so. Dankeschön, Frau Langenberg. Gibt es weitere Anfragen von unseren Bürgerinnen und Bürgern? Ja, bitte. Mein Name ist Karl Melzer, ich wohne in Zeitz. Ich hatte eigentlich die gleiche Frage, aber ich wollte es nochmal konkretisieren. Wenn jemand inzwischen Kindereinrichtungen arbeitet, dann braucht er ja das Gesundheitszeugnis und auch ein Führungszeugnis, so wie Sie es schon gesagt haben. Gibt es beim Burgenlandkreis bzw. bei der Stelle heute schon einen Maßnahmeplan, wie sowas für Flüchtlinge, die noch keinen Asylstatus haben, zu bewerkstelligen ist? Und ja, gibt es den Maßnahmeplan? Denn das soll ja am 1.4. schon beginnen, das heißt in 14 Tagen. Am 20.2. zum Sozialausschuss, als wir gefragt haben, was für Stellen dort besetzt werden sollen, wurde uns davon nämlich noch nichts gesagt, dass derartige Personen auch in Kindereinrichtungen bzw. Schulen tätig werden sollen. Also ich frage nochmal, ob es da jetzt schon einen Maßnahmeplan gibt, weil am 1.4. soll die Maßnahme losgehen. Dankeschön, Herr Melzer. Bitte, Herr Gutschlich. Herr Melzer, wir haben die Projekte beim Integrations- und Ausländeramt in Naumburg eingereicht. Es liegt bis dato noch keine Bewilligung vor und auch die versprochene Zuweisung der Teilnehmer, sprich der Flüchtlinge, ist auch noch nicht erfolgt, sodass aus meiner Sicht der Termin 1.4. in Frage steht. Zu der ersten Frage, Führungszeugnisse und Gesundheitszeugnisse. Da das ergänzende Tätigkeiten im Hausmeisterbereich sind und die mit den Kindern nicht in Berührung kommen sollen, sind nur Führungszeugnisse notwendig und keine Gesundheitszeugnisse. Dankeschön, Herr Gottschlich. Herr Melzer, ausreichend die Auskunft? Eine Nachfrage bitte. Ja, keine Nachfrage, aber eigenartig ein Hausmeister, der im Kindergarten arbeitet und mit Kindern nicht in die Berührung kommt, die Kindereinrichtung müssen Sie mir zeigen. So, sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit schließe ich die Einwohnerfragestunde. Und rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, Bericht des Oberbürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Stadt und ihrer Verwaltung sowie über die Ausführung gefasster Beschlüsse. Bitte, Herr Oberbürgermeister. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, sehr geehrte Mitglieder des Jugend- und Seniorenbeirates, Vertreter der Presse, liebe Bürger der Stadt Zeitz. Auch ich möchte Sie sehr herzlich zur heutigen Stadtratssitzung begrüßen. Das Stadtjubiläum rückt mit großen Schritten näher und die Vorbereitungen für die 1050-Jahr-Feier schreiten mit Hochdruck voran. Mit diesen Vorbereitungen und natürlich den Vorbereitungen der üblichen jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen sind sehr viele Mitarbeiter aus der Verwaltung umfangreich beschäftigt und ich möchte bereits jetzt für Ihren großen Einsatz danken. Erhebliche Kraft verwendet die Verwaltung zudem nicht nur auf die Umsetzung bereits gefasster Beschlüsse und die Vorbereitung oder Planung weiterer großer Bauvorhaben hier in der Stadt, sondern es finden auch intensive Arbeiten an der Eröffnungsbilanz, dem Haushaltsplan 2017 und Vorbereitungen für den Haushaltsplan 2018 statt. Dazu später mehr. Auch hier möchte ich den Mitarbeiterinnen ausdrücklich für ihre Leistungen danken. Unerfreulich ist, dass die Beigeordnetenstelle weiterhin nicht besetzt werden kann, weil sich ein Mitbewerber an das Verwaltungsgericht Halle gewandt hatte. Der zwischenzeitlich ergangene Beschluss bestätigt der Stadt Zeitz zwar eindeutig keine Fehler
im Auswahl- oder Wahlverfahren gemacht zu haben. Dennoch hat der abgelehnte Bewerber gegen diesen Beschluss Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg eingelegt und wird seine Beschwerde bis zum 28. März zu begründen haben, es sei denn, er zieht sie zurück. Aber hier wird insoweit weiter abzuwarten sein. Und dieses Verfahren, Herr Dubeck, hindert uns an der Neubesetzung derzeit. Seit vorgestern liegt mir auch endlich der lang erwartete Abschlussbericht über die Vorgänge bei den Stadtwerken Zeitz vor. Damit nicht Einzelne vor der heutigen Stadtratssitzung durch ein Sonderwissen bevorteilt werden, kann dieser Bericht durch die Stadträte erst ab morgen nach vorheriger Terminsvereinbarung mit meiner Sekretärin Frau Janusch eingesehen werden. Schließlich möchte ich Sie darüber informieren, dass im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus das erste Freitagsgebet der muslimischen Gemeinde im Seckendorfschen Palais am 24.03.2017 stattfinden wird. Ich gehe nun über zu meinem eigentlichen Tätigkeitsbericht. Aus dem Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Relaunch Homepage ist zu berichten, dass es aktuell weiterhin Verzögerungen bei der Neuerstellung der Homepage gibt. Alle Inhalte für die neue Homepage sind durch die Stadt geliefert worden. Die Verzögerungen sind insofern durch den Anbieter verursacht. Es gibt hier, wie so häufig, verschiedenste technische Probleme. Aus diesem Grund wird auch noch kein Veröffentlichungstermin bekannt gegeben, da wir von unserer Seite aktuell nicht einschätzen können, ab wann die Mängel behoben sein werden. Wir sind mit dem Unternehmen jedoch täglich in Kontakt. 73 Einsätzen alarmiert wurde. Wie immer möchte ich den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr für ihren Einsatz danken. Weiterhin ist zu sagen, dass die Vorbereitungen für den Ausbau der Feuerwache vollumfänglich im Gange sind, sodass am 20.03. der Baubeginn erfolgen konnte. Der neue ELW der Stadt Zeitz ist jetzt fertiggestellt und kann in der 12. Kalenderwoche in Dienst gestellt werden. Im Januar bis März wurden zudem von allen Ortswehren der Stadt Zeitz Jahreshauptversammlungen durchgeführt, an denen ich zumeist teilgenommen habe. Aus dem Sachgebiet Sicherheit und Ordnung ist zu berichten, der Standort für den Blitzer in Theißen wurde festgelegt und soll voraussichtlich Anfang April in Betrieb gehen. Lassen Sie sich überraschen. Die Auftragsvergabe zum Abschleppen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge auf öffentlichen Flächen erfolgte an die Firma Autovermietung Abschleppservice Nicole Puchelt. Der Frühjahrsputz findet in diesem Jahr am 6.05.2017 statt, am 6. Mai also. Damit ist die Stadt Zeitz in diesem Jahr Teil der europaweiten Kampagne Let's Clean Up Europe. Auch Sie, meine Damen und Herren, sind herzlich zu einer aktiven Teilnahme eingeladen. Sachgebiet, Bürgerbüro und Standesamt. Seit Anfang des Jahres hat die Stadt Zeitz einen weiteren offiziellen Trauungsort. Die Bekanntgabe und Einweihung der Schmiede als Standesamt in der Brikettfabrik Hermannschacht fand am 22.03.2017 um 11 Uhr mit Pressevertretung statt. Aus dem Bereich Sachgebiet Kultur und Tourismus ist zu berichten, aus der Touristinformation, dass aktuell knapp 1.500 angemeldete Personen für die Sonderausstellung Dialog der Konfessionen, Bischof Julius Pflug und die Reformation vorhanden sind. Ab dem 1.04.2017 startet der Vorverkauf für die Festbeitrag-Tickets. Der Festbeitrag in Höhe von 10,50 Euro oder 1.050 Euro Cent wird für die Tage Freitag und Samstag erhoben. Die Innenstadt wird dafür in einem begrenzten Areal abgesperrt. Für Besucher unter 13 Jahren ist der Eintritt frei, ebenso für Händler und deren Angestellte, die an diesen Tagen arbeiten müssen, sowie für Anwohner. Gleichzeitig freuen wir uns, wenn Händler und Anwohner den Festbeitrag auf freiwilliger Basis als klares Bekenntnis zum Stadtjubiläum zahlen. Am Sonntag, den 11.06., ist der Beitrag ebenfalls nicht verpflichtend. Ein freiwilliger Beitrag wird selbstverständlich gerne an diesem Tag
begrüßt. Aus dem Museum Schloss Moritzburg ist zu berichten, dass in den Räumen des zweiten Obergeschosses der Aufbau der Sonderausstellung Dialog der Konfessionen begonnen hat. Erste Vitrinen und Backlights wurden probeweise montiert. Bis zur Eröffnung ist dieser Bereich allerdings eine Baustelle und für Besucher nicht zugänglich. Aus dem Fachbereich Baurecht. Das durch Brand in der Silvesternacht zerstörte Gebäude Gera Straße 3 wurde durch den Eigentümer zurückgebaut, sodass per 13.03. die Zufahrt zum Parkplatz wieder geöffnet werden konnte und damit pünktlich zum Wirtschaftstag am 16. März. Vielen Dank auch hier den Mitarbeitern aus der Stadtverwaltung, die dort vielfach nachhaken mussten, damit das so gelingt. Aus dem Fachbereich Technisches Zeitz zum Umbau und der Erweiterung des Feuerwehrhauses Steinsgraben 27. Der Baustart erfolgte hier am 20. März. Da auf dem Hof der Feuerwache kein ausreichender Platz zur Errichtung der Baustelleneinrichtungen einschließlich entsprechender Lagerflächen zur Verfügung steht, wird der sich an das Grundstück angrenzende Kurzzeitparkplatz Zufahrt über die Besenstraße für die gesamte Bauzeit dafür genutzt werden. Damit soll auch ausgeschlossen werden, dass die im zweiten Halbjahr 2017 beginnende Straßenbaumaßnahme im Steinsgraben zu gravierenden Baubehinderungen führt. Eine Fertigstellung der Baumaßnahme ist derzeit für Ende Februar 2018 geplant. Zur Ersatzvornahme Abbruch Wohn- und Geschäftshaus in der Weißenfelser Straße 4 ist zu berichten, dass das Gebäude selbst bis zum 15.02. abgebrochen werden konnte. Die Sperrung wurde am 16.02. aufgehoben. Die restlichen Abbruchmassen werden noch abgefahren und anschließend wird ein Bauzaun für die Sicherung des Grundstückes sorgen. Aus dem Sachgebiet Straßenbau und Verkehr, Schützenstraße, erster Bauabschnitt, ist zu berichten, dass die Baumaßnahmen im Wesentlichen planmäßig entsprechend dem Bauablaufplan erfolgen. Das vertragliche Bauende, darauf hatte ich bereits in der letzten Sitzung hingewiesen, das vertragliche Bauende des Gesamtbauvorhabens, erster Bauabschnitt, ist erst Ende November 2017. Auf Wunsch der PVG wurde im Abschnitt zwischen August-Bebel-Straße und Weberstraße eine zusätzliche Busbucht für zwei Busse vorgesehen. Die damit verbundene kurzfristige Planungsänderung betrifft sowohl teilweise den ersten Bauabschnitt, auch teilweise den zweiten Bauabschnitt. Und für diese Erweiterung des ersten Bauabschnitts bis zur Weberstraße werden derzeit Nachtragsverhandlungen mit der Baufirma geführt. Sollte es hier zu keiner zeitnahen Einigung kommen bis Ende des Monats, ist eine Neuausschreibung dieser Erweiterung unumgänglich. Das würde jedoch bedeuten, dass zwischenzeitlich, das heißt bis zum Abschluss des Ausschreibungsverfahrens, der erste Bauabschnitt mit einer nur teilweise fertiggestellten Busbucht abgeschlossen wird. Zur Deckensanierung Leipziger Straße im Ortsteil Zangberg ist weiterhin zu berichten, dass die Restarbeiten bis Ende April ausgeführt werden sollen. Zum Ausbau der Weißenfelser Straße ist zu sagen, dass die Bauzeit vom 1. Februar 2017 bis zum 30.09.2019 vorgesehen war. Die Vergabe der Bauleistung und somit der Baubeginn verzögerten sich jedoch aufgrund einer Vergabebeschwerde. Zwischenzeitlich konnte der Auftrag allerdings an die Firma Chemner Bau Ost GmbH und Co. KG aus Leipzig vergeben werden. Als Baubeginn wird nunmehr der dritte, vierte angestrebt. Das ist jedoch von Materialbestellungen für den Kanalbau abhängig. Die Bäume im ersten Unterabschnitt von Grüne Au bis Zufahrt MP-Markt wurden im Februar gefällt und der Zuwendungsbescheid für die Sonderförderung ist in der 41. Kalenderwoche 2016 bei der Stadt eingegangen. In Vorbereitung befindliche Bauvorhaben. Folgende Bauvorhaben werden derzeit planungsseitig vorbereitet. Die Gemeinschaftsbaumaßnahme Ausbau Steinsgraben, die Erneuerung Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit Redinet Invest in Zeitz, Kainer, Luckenau und Geusnitz, letztere bereits in Ausführung, sowie das Schnittstellenprogramm Bahnhof. Von den Hochwassermaßnahmen befinden sich in der Ausführung die Instandsetzung der auf den Gebinden und die Erneuerung der Buswartehalle
Bad Stubenvorstadt in Vorbereitung befinden sich weiterhin die Instandsetzung der Parkstraße, Instandsetzung Otto-Schlag-Straße und die Instandsetzung der Schädestraße mit voraussichtlicher Bauausführung in 2018. Aus dem Sachgebiet Öffentliches Grün Baumschutz ist zu den Ersatzpflanzungen zu berichten, dass die Pflanzungen an der Landstraße zwischen Würchwitz und Kainer im März durchgeführt wurde. Es wurden 25 Sommerlinden und 18 Winterlinden gepflanzt. In der Schützenstraße wurden mit Ausnahme einer Linde die geplanten Baumpflanzungen am 13.03.2017 abgeschlossen. An der Straße wurden 5 Winterlinden gepflanzt, am Schützenplatz erfolgten die restlichen Ersatzpflanzungen. Hier wurden 4 Winterlinden, 2 Schnurbäume, 3 Goldbirken, 7 Spitzahorn und 5 Platanen gepflanzt. Meine weiteren Ausführungen, insbesondere zum Haushalt, erfolgen gesondert. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für den Bericht bei unserem Oberbürgermeister. Schließe den Tagesordnungspunkt und komme zum Tagesordnungspunkt Anfragen zum Bericht. Gibt es Anfragen? Bitte, Frau Späte. Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, in Ihrem Bericht sprachen Sie über den Neubau des Feuerwehr oder den Ersatzbau für das Feuerwehrhaus. Im Dezember in der Sitzung am 8.12. hatte ich bereits die Frage gestellt, wann denn nochmal die Kostensituation, die sich aus den Planungen nun ergibt, den Stadträten vorgestellt werden. Es wurde mir gesagt, oder es wurde damals geantwortet, dass das im Bauausschuss erfolgt. Meines Wissens ist das noch nicht erfolgt. Gehe ich da in der Annahme richtig? Und wenn meine Annahme richtig ist, wann würde denn diese Information erfolgen? Herr Immisch, können Sie was dazu sagen? Also Frau Späth, ich werde das auf jeden Fall nochmal prüfen. Meines Wissens hat der Herr Birner die Planung und auch die damit gestiegenen Kosten begründet im Bauausschuss. Ich werde sicherlich nochmal ins Protokoll gucken und dann werden wir das klären. Dankeschön. Gibt es weitere Anfragen zum Bericht? Das kann ich nicht erkennen. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 8. Entschuldigung, Herr Rink. Entschuldigung, habe ich übersehen. Bitte. Gehen Sie mal bitte ans Mikrofon. Wir haben jetzt, Herr Oberbürgermeister, wir haben jetzt gehört, dass die Beigeordnete ihren Dienst noch nicht antreten konnte. Wie verstehe ich das? Ist die Frau jetzt, wie wird die im Moment, muss die jetzt bezahlt werden? Ich meine, wir haben ab, oder ist sie noch auf dem freien Arbeitsmarkt? Wie darf man das verstehen? Nein, die gewählte Beigeordnete ist in Anstellung noch und wartet darauf, ihr Dienstverhältnis hier antreten zu können. Die Ernennung darf noch nicht erfolgen. Das ist das, was der Mitbewerber mit seinem Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz unterbindet. So. Gibt es weitere Anfragen? Sind nicht erkennbar. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9. Berufung Ortswehrleiter. Bevor ich zur direkten Berufung und zum Tagesordnungspunkt übergehe, möchte ich im Auftrag des Stadtrates mich an die Kameraden der Feuerwehr wenden. Ich möchte im Auftrag des Stadtrates den Kameraden für die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Tätigkeit als Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr ganz herzlich danken. Wir sind Ihnen besonders dankbar, weil wir wissen, dass Ihre Bereitschaft
keine Selbstverständlichkeit ist. In der jetzigen Zeit wird es immer schwieriger, Bereitwillige für die Übernahme einer solchen Tätigkeit zu finden. Dazu sind Gründe wie Arbeitsorte weit weg vom Wohnort, unregelmäßige Arbeitszeit, nicht vorhandenes Verständnis beim Arbeitgeber, nur mal als einige hier genannt. Auch familiäre Pflichten sind immer nicht einfach miteinander und mit dem Ehrenamtlichen, mit der ehrenamtlichen Tätigkeit zu verbinden. Es muss auch einen gemeinsamen familiären Willen geben dazu. Denn eine solche verantwortungsbewusste Tätigkeit zu übernehmen, ist keine Entscheidung, die man so auf die Schnelle treffen kann und vor allen Dingen nicht ohne Einbeziehung aller Angehörigen. Ganz besonders Ihre ehrenamtliche Tätigkeit achten und schätzen wir sehr, weil durch spezielle Qualifizierung und große Einsatzbereitschaft bzw. Einsatzwillen und dies in jeder Situation und unter dem Risiko für Leib und Leben von Ihnen abgefordert wird. Weil wir das hoch einschätzen, bedanken wir uns auch bei Ihren Familien und Angehörigen. Wir wünschen Ihnen und allen Ihren Kameraden, dass Sie aus jedem Einsatz gesund und wohlbehalten zurückkehren. Nochmals unseren ganz, ganz besonderen Dank. Wir kommen zur Berufung der Ortswehrleiter, zu den Ortswehrleitern wird berufen in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer bis zum 12.03.2021 zum Ortswehrleiter der Feuerwehr Zeitz in der Ortswehr Aue-Eilsdorf. Herrn Manuel Jacobi unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer bis zum 12.03.2021 zum Ortswehrleiter der Feuerwehr Zeitz, Ortswehr Nönnewitz. Und nachberufen wird Herr Christian Habe zum stellvertretenden Ortswehrleiter der Feuerwehr Kainau. Beschlossen wurde er schon mit der ersten Beschlussvorlage in der letzten Sitzung. Wir kommen zur Beschlussfassung der beiden genannten ehrenamtlichen Kameraden Peter Klieber, Manuel Jacobi. Wer dem der Berufung Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimme. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Einstimmig mit 34 Ja-Stimmen, so beschlossen. Wir kommen jetzt zur Berufung. Dazu bitte ich zunächst nach vorn Herrn Peter Klieber, Herrn Manuel Jacobi und Herrn Christian Habe.
Ich schließe den Tagesordnungspunkt 9, rufe auf Tagesordnungspunkt 10, Beteiligungsbericht. Meine sehr geehrten Geschäftsführer, sehr geehrte Verbandsgeschäftsführer, sehr geehrter Herr Betriebsleiter, aufgrund der heutigen Infovorlage, die wir im Stadtrat vorliegen haben und die wir heute zur Kenntnis nehmen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und zu Ihnen ein paar Worte zu sprechen. Und vor allen Dingen möchte ich Ihnen und Ihren Mitarbeitern für die Arbeit, die Sie tagtäglich für unsere Bürgerinnen und Bürger im Bereich Versorgung, Sicherheit und Ordnung leisten, ein Dankeschön vom Stadtrat auszurichten. Mit unserer Struktur Stadt, Ortschaften der Stadt und mit unseren städtischen Unternehmen haben wir viele Arbeitsplätze geschaffen. Für deren Erhalt tragen wir als Abgeordnete und Sie als Geschäftsführer oder Betriebsleiter große Verantwortung. Nur mit Ehrlichkeit und korrektem Verhalten gelingt es, das Vertrauen der Mitarbeiter und der Gesellschafter als Geschäftsführer in einem Unternehmen zu bekommen. Wir tragen gemeinsame Verantwortung, dass die Versorgung unserer Kunden mit Energie, Gas und Wärme durch unsere Stadtwerke Zeitz GmbH gesichert bleibt. Der zurzeit eingesetzte Geschäftsführer und die Mitarbeiterin Frau Bergner verdient unseren Dank für die geleistete Arbeit bis zum jetzigen Zeitpunkt. Eine solche Übergangszeit in dieser Situation, in der dieses Unternehmen ist, ist besonders schwer. Und deswegen wollte ich heute die Gelegenheit nutzen, dass wir uns als Stadtrat bei unseren beiden Vertretern der Geschäftsführung ganz herzlich bedanken. Weiterhin möchte ich aber auch an dieser Stelle erwähnen, der Stadtrat muss sich dazu bekennen, dass eine solche Unternehmensleitung eigentlich schon längst geändert werden sein sollte. Die Stadt als Gesellschafter mit 50% Gesellschaftsanteilen muss auf eine Entscheidung in der Gesellschafterversammlung zur Geschäftsführung für die Zukunft des Unternehmens Stadtwerke Zeitz GmbH bis zum April 2017 drängen. Auf unsere Kunden, auch unsere Kunden bei den Stadtwerken haben einen Anspruch auf geordnete Verhältnisse bei ihrem Versorger. Nichthandeln in dieser dringlichsten Angelegenheit kann Kundenabwanderung zur Folge haben. Dies bedeutet dann wiederum Gewinnverlust. Eine geringere Gewinnabführung an unsere Stadt wäre in den folgenden Jahren sehr wahrscheinlich. Das wird dann die nächste Hürde, die wir für die Konsolidierung in den nächsten Jahren nehmen müssen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, zunächst hat unser Oberbürgermeister das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Beteiligungsbericht 2017 ist zu erörtern. Der Bericht liegt Ihnen vor mit den Abschlüssen für die Jahre 2015. Wie Ihnen bekannt ist, die Beteiligungen der Stadt Zeitz bestehen zunächst aus einem Eigenbetrieb, dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung als 100%ige Beteiligung. Es gibt unmittelbare Beteiligungen, nämlich die Wohnungsbaugesellschaft Zeitz, die der Stadt zu 100% gehört, genauso wie die SSBZ Stadtreinigungs- und Service GmbH. Die Stadtwerke Zeitz sind zu 50% im Eigentum der Stadt und die Zeitzer Innovative Arbeitsfördergesellschaft MbH gehört zu 49% der Stadt. Ferner gibt es Beteiligungen an der Mideva und der Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH.
Es gibt mittelbare Beteiligungen, also Untergesellschaften, nämlich an der Immobilienmanagement Zeitz GmbH, das ist eine Tochter der WBG. Dann gibt es drei Töchter der Stadtwerke, nämlich die Burgenland Ecoenergie, die Redinet Burgenland GmbH, die Burgenland Energie GmbH und die Burgenland Medienportal GmbH. Dann gibt es noch im Bereich Zweckverband und Unterhaltungsverband, Abwasser, Zweckverband Zeitzer Land und den Unterhaltungsverband Weiße Elster. Ferner Genossenschaftsanteile bei der kommunalen IT-Union. Beigefügt sind Berichte aus den einzelnen Gesellschaften mit Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen. Und wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie die gerne an die anwesenden Geschäftsführer bzw. Betriebsleiter stellen. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister. Ich eröffne die Diskussion. Bitte, Herr Exer. Ja, drei Dinge möchte ich gerne ansprechen und fragen. Zunächst hat mich zu Beginn verwundert, Herr Stadtratsvorsitzender, Ihre Ausführungen, da wir uns mit den Zahlen und Abschlüssen des Jahres 2015 beschäftigen, fand ich oder werte das als persönliche Erklärung. Es wäre schön, wenn Sie uns das im Vorfeld mitgeteilt hätten. Ich denke, dass die Diskussion zu dem Unternehmen, das Sie erwähnt haben, in den entsprechenden Gremien geführt wird und uns als Stadtrat die entsprechenden Ergebnisse mitgeteilt werden, weil Sie auch wie richtigerweise erwähnt haben, dass dieses Unternehmen nur zu 50% der Stadt Zeitz gehört. Die anderen 50% haben demzufolge auch eine Meinung dazu. Und wie gesagt, fand das jetzt schon richtig, dass die Geschäftsführer, alle beide, hier das sehr gut machen, aber hier in dem Falle fand ich das also nicht ganz passend. Meine Fragen zu den einzelnen Unternehmen befassen sich wieder mal mit der ZIAG. Im Bericht steht drin, dass also Maßnahmen mit dem Jobcenter, ich will es mal mit meinen Worten formulieren, noch nicht ganz so harmonisch funktionieren, beziehungsweise zum Zeitpunkt, wo der Bericht abgegeben wurde, für die Folgejahre noch nicht absehen konnte, wie sich das entwickelt. Deshalb meine Frage, wie ist der aktuelle Stand zu diesen Maßnahmen mit Jobcenter für arbeitssuchende Menschen? Denn weiterhin gibt ja die Stadt Zeitz einen, kann mich auch falsch ausdrücken, verlorenen Zuschuss an die ZIAG. Hier meine Frage, wie gibt ja andere Gesellschafter noch an der ZIAG, wie ist der Anteil der anderen Gesellschaftern und ja, wie ist da die Situation? Weiterhin hätte ich dann noch Fragen zur IT-Union. Diese IT-Union hat uns ja schon lange beschäftigt. Leider ist der Bericht im Beteiligungsbericht sehr kurz. Ich kann mich erinnern, kann auch falsch sein, dass wir in den zurückvergangenen Jahren dort immer eine Position hatten, was gibt die Stadt aus für das Unternehmen oder welche Verbindungen entstehen mit diesem Unternehmen und was zahlt das Unternehmen sozusagen an die Stadtkasse. Bei der IT-Union stellt sich für uns die Frage, welche Beratungsleistungen erbracht wurden, insbesondere in der Vergangenheit, also das Jahr 2015, gab es Teilnahme an Ausschreibungen, die die IT-Union durchgeführt hat. Welche Kosteneinsparungen sind dadurch im Jahr 2015 für die Stadt Zeitz entstanden, weil damals der Beitritt zur IT-Union für den Stadtrat begründet wurde mit erheblichen Kosteneinsparungen und auch ja, damit wir also im EDV-Bereich uns besser aufstellen und die Programme besser funktionieren. Das können wir noch nicht erkennen, deshalb erwarten wir von der Stadtverwaltung hierzu noch eine Konkretisierung dieses Beteiligungsberichtes in diesem Punkt. Das sind meine Fragen dazu. Dankeschön, Herr Exler. Herr Gottschlich. Ich hoffe, ich bekomme jetzt alle Fragen richtig auf die Reihe. Zur ersten Stand Umsetzung Agenda 2010, sprich welche Maßnahmen laufen zurzeit bei der ZIAG. Schwerpunkt ist nach wie vor AGH, MAE, sprich Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, sprich 1-Euro-Jobs.
wo wir für den gesamten Altkreis Zeitz als Dienstleister tätig sind. Und das ist so ein bisschen der Kritikpunkt gegenüber dem Jobcenter, dass die Mittel, die uns für diese Projekte zur Verfügung stehen, nicht mehr werden. Und trotzdem sowohl im sozialen Bereich als auch im technischen Bereich die Anforderungen immer komplizierter werden. Das setzt uns in die Pflicht, andere Projekte zu akquirieren. Derzeit sind wir bei der Umsetzung des Projektes Jobperspektive Ü58. Das ist ein Landesprogramm, Fortführung des Programms Aktiv zur Rente, wo wir zurzeit 35 Stellen umgesetzt haben. 2 Stellen sind noch offen. Wir hoffen, diese in der nächsten Woche zu besetzen. Und als nächstes Projekt, das ist ein Bundesprojekt, das heißt soziale Teilhabe. Hier ist das Jobcenter gegenüber dem BMAS Projektträger. Wir sind Umsetzer und wir haben hier 23 Projekte beantragt und hoffen, dort das geeignete Klientel zu finden und die Finanzierung zusammenzubekommen. Auch Maßnahmebeginn der 1.4. Und das 4., was Herr Melzer vor uns angesprochen hat, ist das sogenannte Flüchtlingsintegrationsmaßnahmenprogramm. Ist ebenfalls ein Bundesprogramm, dort umgesetzt durch die Agentur für Arbeit und das Integrations- und Ausländeramt. Wir sind hier seit diesem Jahr auch als Dienstleister anerkannt. Da habe ich schon 2 Sätze dazu gesagt zur Umsetzung. Zur Finanzierung muss ich sagen, ist ja im Finanzhaushalt eingeplant. Die ZIAG bekommt einen Zuschuss von der Stadt Zeitz, der steht seit vielen Jahren fest. Ist damals pari pari gewesen mit dem Gesellschafter Burgenlandkreis, der ist ausgeschieden. Die Anteile haben die 3 Gesellschafter Gemeinde Elsteraue, Verbandsgemeinde Treusig-Zeitzer Forst und Verbandsgemeinde Wedautal übernommen. Es gibt dazu eine Rahmenvereinbarung zwischen allen Firmengesellschaftern und diese Kosten werden gleichermaßen aufgeteilt. Dankeschön, Herr Gottschlich. Zum zweiten Teil der Frage. Herr Flamminger, bitte. Könnten Sie dazu was sagen? Ja, kann ich gerne tun. Zunächst ist, denke ich, wichtig, dass man versteht, dass die Kommunale IT-Union viel mehr ist als ein IT-Anbieter. Also es ist nicht, dass man einfach nur Hardsoftware oder solche Dinge darüber bezieht. Die Kommunale IT-Union hat ja dieses Genossenschaftsmodell. Mittlerweile gibt es etwa 45 Mitglieder im gesamten Bundesland, stetig steigend. Und es ist mittlerweile immer mehr eine Plattform interkommunaler Zusammenarbeit. Das heißt also, die ganzen IT-Themen, die unmittelbar anstehen, die auch der Gesetzgeber vorgibt, haben dort eine Plattform, um wirklich gemeinsam sich diesen Themen zu widmen, die man alleine als Einzelkommune kaum leisten kann. Also aktuelles Thema IT-Sicherheit. Es geht um Fragen wie Schul-IT, es geht um Dokumentenmanagementsystem und all diese Dinge, die teilweise einmal inhaltlich eine große Herausforderung sind für eine einzelne Kommune, aber auch dann immer, wenn es um Ausschreibungen geht, natürlich eine große Entlastung mit sich bringt, gerade dann, wenn auch europaweite Ausschreibungen anstehen würden. Also in so einem Einzelfall kann man sicherlich mal skizzieren, welche Kosteneinsparung das mit sich bringen würde, wo man also selbst den personellen und auch sonstigen Aufwand hätte mit Ausschreibungen. Aber die inhaltliche Arbeit, die über die Kommunale IT-Union abgedeckt werden kann, ich war gerade gestern wieder zu einem Arbeitskreis Strategie und Steuerung, wo teilweise auch Bürgermeister mit am Tisch sitzen, weil es Themen sind, die wirklich Land auf Land ab alle Kommunen beschäftigen. Diese Arbeit kann man schlecht in Zahlen fassen, ist aber ungemein wichtig für die Arbeit vor Ort. Und wenn man sich anschaut, dass der Genossenschaftsbeitrag im Jahr 1.200 Euro sind, die wir dort zahlen, dann ist der Gegenwert um ein Vielfaches höher. Also das kann man aus dem Stegreif sagen. Diese 1.200 Euro sind jetzt nicht entscheidend, um über die Mitgliedschaft in der KITU nachzudenken. Da könnte man jetzt noch länger zu ausführen. Es sind wirklich unglaublich viele Themen, die dort letztlich reinspielen. Und trotzdem muss man als Kommune im Einzelfall immer gucken, nehme ich die Leistung in Anspruch? Das ist sicherlich immer der erste Schritt, dass man guckt, wird es dort in der Art angeboten, wie wir es auch brauchen für uns als Stadt Zeitz. Aber es ist kein Alleinstellungsmerkmal. Also wenn wir bestimmte Dinge alleine besser bewerkstelligen können, dann müssen wir natürlich die Wirtschaftlichkeit beachten. Vielleicht erstmal allgemein.
Eine Nachfrage, Herr Exler, bitte. Ich will das ganz konkret machen. Mir geht es nicht um die IT-Union, die Mitgliedschaft, die 1200 Euro im Jahr, führten Sie gerade aus, sind gut angelegt. Mir geht es darum, dass im Jahr, weiß ich jetzt nicht, 14, 15, 16, vielleicht ist es das Jahr 15, ich habe das nicht so genau, gab es Ausschreibungen, insbesondere Kopiertechnik und EDV-Technik, die mit der IT-Union zusammen, sagen wir mal, veranstaltet wurden. Sie sagten gerade, da kann man sozusagen die Hilfe der IT-Union in Anspruch nehmen. Und da würde ich gerne konkret wissen, aufgrund solcher Ausschreibungen, EDV-Technik, Kopiertechnik, nicht jetzt unbedingt, weil man sich da zusammengetroffen hat, irgendein Programm besprochen hat oder ein generelles EDV-Problem, sondern konkret diese Ausschreibung, weil nach meinem, ja, das ist nur ein weiches Gefühl, haben diese Ausschreibungen dazu geführt, kaum etwas einzusparen. Auf der anderen Seite haben wir die regionalen Unternehmen, oder die konnten sich nicht aufgrund der Größe der Ausschreibung nicht beteiligen. Und das würde ich halt gerne als Zahl untersetzt wissen, ob es so ist oder nicht so ist, will das jetzt nicht so behaupten. Deshalb konkret die Frage, bei den Ausschreibungen zu Kopiertechnik, EDV und Ähnlichem, gab es dazu erhebliche Kosteneinsparungen in den jetzt konkret das Jahr 2015, das behandelt wird. Also dazu können wir sicher doch mal was nachreichen, das genauer uns anschauen, diese zwei Fälle. Und nur um das nochmal klarzustellen, also es ist nicht, dass wir eine Ausschreibung machen und uns die Unterstützung der KITU holen, sondern die KITU weiß letztlich, was der Bedarf ist in den einzelnen Genossenschaftsmitgliedern und macht dann für den gemeinsamen Bedarf die Ausschreibung. Deswegen kommen dann auch entsprechende Summen zusammen, wo bestimmte Anbieter dann vielleicht auch sagen, die Größe kann ich nicht stemmen, das kann sein. Aber auch bei der Computertechnik war es auch gelungen, regionale Anbieter auch mal mit einzubeziehen. Also das ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Aber gerade für das Druck- und Kopierkonzept, da wurde vorher auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht, das können wir sicher nochmal nachliefern, das als Auftrag. Dankeschön, Herr Flamminger. Bitte, Frau Späte. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Zunächst kleine Randbemerkung, hoffe ich, dass die Stadt 20.158 noch so viele fleißige Unternehmen möchte. Doch noch mal nachliefern Ihnen soeben erwähnten Maßnahmen, die sozusagen mit anderen Programmen untersetzt sind, dazu führen, dass diese Unterdeckung, die auch in der Zahl der bei Ihnen betreuten Personen liegt, sich dann verringert, weil diese Unterdeckung ist ja auf die Folgejahre auch wieder eine Zuschusspflicht der Stadt, die im Bereich 1-Euro-Maßnahmen erforderlich ist, das wissen wir. Dieser Zuschuss hat sich in den Jahren, seitdem wir das ja machen, stetig verändert. Und meine Frage ist, ob wir das auffangen können. Das konnte ich bisher so noch nicht von Ihnen erfahren. Könnten Sie mir das beantworten? Mit dieser Rahmenvereinbarung mit den vier Gesellschaftern ist die ZIAG mittelfristig gut aufgestellt. Ist der Zuschuss, den die Stadt oder die Gesellschafter zahlen müssen, damit auch auf einem ähnlich hohen Niveau in den Folgejahren? Der Zuschuss hat sich die letzten Jahre nicht verändert. Gut, danke schön. Meine zweite Frage zum zu der Gesellschaft Immobilienmanagement Zeitz. Das ist ja sozusagen immer noch Herr Stolper, ein hohler Vogel. Hier haben wir ja aus Gründen, die hier alle wissen, mal einen Beschluss gefasst, diese Gesellschaft zu gründen. Sie hat bisher keine Aufgabe, was vermute ich in Entscheidungen liegt, die Sie als Geschäftsführer nur mittelbar beeinflussen können. Nun hat sich, zumindest entnehme ich das dem Beteiligungsbericht, ja die Einlagesumme, die erforderlich ist, um eine GmbH zu gründen, mittlerweile aufgefressen. Das heißt, sie befindet sich im Moment in, wie nennt man das so schön, also in roten Zahlen auf Deutsch gesagt. Oder zumindest ist das nicht zukunftsfähig. Es ist ja das Jahr 2015, jetzt haben wir schon 2017. Also was sehen Sie in dieser Gesellschaft für eine sinnvolle Aufgabe? Was muss getan werden, damit wir diesen hohlen Vogel befüllen? Entschuldigung, Herr Oberbürgermeister, ich bitte um Nachsicht. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Also eine Gesellschaft, die keine Aufgabe hat, ist ja zweifelsohne dann vielleicht auch nicht erforderlich. Es sei denn, es gibt Pläne, sie mit Aufgaben zu füllen.
Frau Späte, es ist, ich kann Sie erstmal beruhigen, es hat im vergangenen Jahr einen Nachschuss gegeben aus der Wohnungsbaugesellschaft in diese Gesellschaft, sodass das wieder aufgefüllt ist sozusagen und die weiter existieren kann. Im Grunde haben wir die Kosten, die für die Vorhaltung dieser Gesellschaft sind, also Veröffentlichung, Jahresabschluss, obwohl keine Geschäftstätigkeit aufgenommen wurde, ist das so. Auch Beiträge für die eine oder andere Institution sind erforderlich, das ist einfach gesetzlich so vorgeschrieben, deswegen kostet das auch immer ein bisschen Geld. Wir haben die damals gegründet, ich denke, die meisten wissen es, ich sage es trotzdem nochmal, weil, halt andersrum, ich danke Ihnen für Ihren Vertrauensvorschuss, aber ich ziehe mir die Hosen trotzdem an, also ich stecke da genauso tief drin wie die Aufsichtsräte und Gesellschaftervertreter der Stadt Zeitz. Also es war auch meine Überzeugung, dass es richtig war, diese Gesellschaft zu gründen und ich bin auch heute noch überzeugt davon, dass es im Moment richtig ist, diese Gesellschaft vorzuhalten. Und zwar haben wir sie damals gegründet wegen des Brühl-Centers. Wir wollten die praktisch dort einbringen, funktionierte aber dann nicht, als wir sie schon hatten, weil wir gemerkt haben, es gibt keine Bank, die eine Gesellschaft, die nichts hat, Geld leiht. Und deswegen haben wir es sein lassen. Aber im Moment, das wissen Sie ja auch, haben wir auch einiges vor noch in der Stadt. Also wir sind ja auch als Wohnungsbaugesellschaft an der einen oder anderen Stelle speziell im Innenstadtbereich tätig. Zum Beispiel im Bereich Neumarkt, Kramerstraße und so. Und da könnte sich in nächster Zeit eine Situation herausstellen, wo wir sagen, wir gruppieren da ein bisschen was um. Aber das hängt wirklich davon ab, wie sich das entwickelt, wie die Banken dazu stehen, wie die Ziele sind, wie das der Gesellschafter sieht. Also ich würde trotzdem noch vorschlagen, die Gesellschaft bei den relativ moderaten Kosten, ich meine, es ist alles relativ, Geld ist Geld, noch eine Weile vorzuhalten, um dann handlungsfähig zu sein. Ob man sie nochmal gegründet bekommen, ist aus heutiger Sicht zumindest nicht sicher. Darf ich noch eine Nachfrage dazu stellen? Ja, bitte. Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auch in den Gesellschaftsverträgen zur Errichtung der Wohnungsbaugesellschaft ein Gesellschaftszweck festgelegt und der ist sehr klar fokussiert auf die Vorhaltung von Wohnraum, sozialem Wohnraum, überhaupt Wohnraum für die Zeitzer. Ja. Das ist Aufgabe ihrer Hauptaufgabe und es war ja die Frage, ob man sozusagen diese Aufgabe, die eindeutig formuliert war, noch etwas erweitert. Das war ja auch der Grund, weshalb wir damals diese Entscheidung getroffen haben. Das wäre ja auch wiederum Aufgabe des Stadtrates, ist zumindest mein Eindruck. Würde das entsprechend dann ja hier noch, also ich erwarte dann noch die neuen Informationen, um diese Gesellschaft dann in Gang zu setzen, wenn es so ist. Ja, Gesellschafter ist die Stadt Zeitz. Gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft ist nach dem Grundgesetz, nach dem Kommunalverfassungsgesetz der Oberbürgermeister. Und der Oberbürgermeister ist ja, wie Sie wissen, auch mit dem Rat streng verbunden, sodass ich davon ausgehe, dass es genauso laufen wird, wie Sie das jetzt an die Wand gemalt haben, sozusagen. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Dann hoffe ich, dass der Vogel fliegen lernt. Vielen Dank. So, gibt es weitere Redeanträge? Herr Schröder. Ja, also ich habe den Beteiligungsbericht gelesen. Wir hatten schon gehört, dass er sich befasst mit den Angaben per 31.12.2015. Ich habe keine Fragen an die hier anwesenden Damen und Herren aus den Gesellschaften. Meine Frage, die ich auch zu Protokoll gebe, kann nur durch die Verwaltung beantwortet werden. Gleichwohl weise ich darauf hin, dass die Beantwortung der von mir gestellten Fragen hier heute wohl den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Das ist nicht zu leisten. Folgendes, bitte zu Protokoll. Ich weise darauf hin, dass der Landesrechnungshof bei der turnusmäßigen überörtlichen Prüfung der Stadt Zeitz in seiner Prüfmitteilung vom 23. Mai 2013, das betrifft also die Haushaltsjahre 2008 bis 2010, Feststellung
getroffen hat, gemäß § 126 Absatz 6 oder 130 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Zu dieser Prüfmitteilung des Landesrechnungshofes liegt auch die Stellungnahme des ehemaligen Oberbürgermeisters vom 14. Oktober 2013 mit den Seiten 1 bis 11 vor, welche damals auch an die Stadträte ausgereicht wurde. Zurück zum jetzt vorliegenden der 10. Die Überprüfung der Feststellung des Landesrechnungshofes sollte deshalb auch von der Verwaltung zum vorliegenden Beteiligungsbericht vorgenommen werden und der Stadtrat gegebenenfalls zu den Ergebnissen einer solchen Überprüfung informiert werden. Danke. So, weitere Anträge? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 10, rufe auf Tagesordnungspunkt 11. Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Zeitz. Zum Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Zeitz wurde für die Seite 17 ein Austauschblatt erarbeitet. Ja, na klar. So, ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. So, weiterhin liegen Ihnen zwei Auszüge aus der Niederschrift des Betriebsausschusses vom 8.3.2017 sowie das Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde vom 6.3.2017 vor. Ist auch schon bekannt gegeben worden zur Tagesordnung. Wir kommen zum Wirtschaftsplan. Gibt es Diskussionsanträge? Bitte, Herr Oberbürgermeister. Also, der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 hat jetzt die Ergänzung erhalten, beziehungsweise die Klarstellung, dass die Stelle für 2 Jahre zu befristen oder befristet ist. Sie wird auch entsprechend befristet ausgeschrieben und wir hoffen, dass wir diese Stelle überhaupt besetzen können. Es war diskutiert worden, ob wir sie auf 1 Jahr befristen, aber dann besteht die Gefahr, dass wir überhaupt niemanden dafür finden. Wie gesagt, meine Aussage ist, die Befristung erfolgt und ist im Wirtschaftsplan auch so vermerkt. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister. Gibt es weitere Redeanträge dazu? Frau Reimschlüssel, bitte. Also entweder ich bin blind, aber die Seite 7 finde ich nicht. Und auf unserer ganzen Tischreise nicht zu finden. Frau Reimschlüssel, bitte sind Sie mal so nett und konkretisieren Sie das mal. Seite 7. Von wo? Von welchen?
glaube, dass, da liegt ein Missverständnis vor. Ich trage es nochmal vor. Seite 17, ein Austauschblatt erarbeitet und liegt den Stadträten und Stadträten vor. Weiterhin liegen zwei Auszüge aus der Niederschrift des Betriebsausschusses vom 8.3., Top 3 und Top 12, sowie das Schreiben der Kommunalaufsicht vom 6.3. vor. Haben Sie statt 17 vielleicht 7 verstanden? Gut. Frau Herrmann, ist nicht mit ausgereicht worden? Wie bitte? Kleinen Moment mal bitte. Alles klar, Herr Hedrich. Haben Sie gestern bekommen zum Ältestenrat. Ist doch alles nicht so schlimm, können wir doch sachlich drüber reden. Gibt es Redeanträge? Herr Schröder, bitte. Also ich bin erstmal zufrieden, dass nach zweimal monatlicher Verspätung hier der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes nun hoffentlich heute den Stadtrat passiert. Meines Erachtens nach hätten wir es schon am 26.01. so machen können, die einzige Änderung, die jetzt hier auf der Seite 17 festzustellen ist gegenüber dem 26.01. ist das Sternchenzeichen bei der Sachbearbeiterin 2 ansonsten identisch. Dankeschön, Herr Schröder. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Ich gebe zunächst das Ergebnis aus der Beschlussfassung im Betriebsausschuss bekannt. Dort wurde mit 6 Ja-Stimmen, einer Nein und einer Enthaltung so beschlossen. Wer den Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz Zustimmung erteilt, nach Vorlage Ihrer Unterlagen, das alles vorzutragen, erspare ich mir, bitte ich jetzt um die Zustimmung. Dankeschön. Die Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Gibt es Stimmenthaltungen? 2, 3. Somit mit 30 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen und einer Gegenstimme so beschlossen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 11. Rufe auf Tagesordnungspunkt 12. Die Informationsvorlage zur Einbringung des Entwurfs des Haushalts, der Haushaltssatzung 2017. Lag allen heute bei Beginn der Stadtratssitzung aus oder gibt es dazu Beanstandungen? Hat es bei jemand gefehlt? Ich halte das. Dann übergebe ich jetzt zunächst das Wort an unseren Oberbürgermeister.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute darf ich Ihnen den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2017 als Vorschlag der Verwaltung vorlegen. Damit erhalten Sie nicht nur ein Zahlenwerk, sondern die Basis all dessen, was wir tun, nämlich die finanzielle Handlungsgrundlage der Verwaltung. Viele intensive und konstruktive Beratungen mit allen Fachbereichen der Verwaltung führten für den Haushaltsplan 2017 am Ende zum Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes. Es ist uns gelungen, einen Plan aufzustellen, der die Aufgabenerfüllung der Stadt Zeitz für dieses Jahr sichert. Das umfasst auch die Feierlichkeiten anlässlich des 1050-jährigen Stadtjubiläums, worüber ich persönlich sehr froh bin. Daneben finden weiterhin intensive Arbeiten an der Eröffnungsbilanz statt, die zeitgleich einzureichen ist und die immer wieder auch erhebliche Einflüsse auf den Haushaltsplan hat. Ich darf daran erinnern, dass die Einreichung der Eröffnungsbilanz Voraussetzung für eine Genehmigung des Haushalts 2017 ist. Um den Wunsch nach einer besseren Verständlichkeit und Lesbarkeit des Haushaltsplans nachzukommen, wurden mit dem Haushaltsplan 2017 erstmals einzelne Produkte nach Kostenstellen geplant. Damit sind Erträge und Aufwendungen in einzelnen Bereichen nach Bewirtschaftungsstellen abgebildet. Diese Darstellung erfolgt nun für folgende Einrichtungen, und zwar Feuerwehr, Sekundarschulen, Kindertagesstätten und allgemeine kommunale Einrichtungen. Lassen Sie mich zum Haushalt 2017 zunächst ein paar Zahlen nennen. Der Ergebnishaushalt 2017 hat ein ordentliches Aufwandsvolumen von 53.845.300. Diesem stehen ordentliche Erträge von 54.150.600 gegenüber. Das außerordentliche Ergebnis ist mit einem Volumen von Aufwand und Ertrag in Höhe von jeweils 3.555.900 veranschlagt. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen betreffen ausschließlich Maßnahmen zur Sanierung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013. Dabei handelt es sich um die Bautätigkeit am Zekiva-Gebäude mit einem Volumen von 3.544.800 und den Kauf von Inventar für das Ernst-Thälmann-Stadion in Höhe von 11.100 Euro. Damit stehen in der Haushaltssatzung Gesamterträge in Höhe von 57.706.500 zur Finanzierung von Gesamtaufwendungen von 57.401.200. Aus diesem Ergebnis errechnet sich ein positiver Saldo von 305.300 aus dem ordentlichen Ergebnis und damit ein Überschuss. Ein Überschuss war nicht unser Ziel, es ergab sich vielmehr daher, dass relativ früh durch die intensiven Arbeiten erreicht werden konnte, dass der Haushalt ausgeglichen war. Anschließend wurde dieser Haushalt als Entwurf der Kommunalaufsicht zur Vorprüfung vorgelegt. Anschließend ergab sich, dass die Zuschüsse zu privaten Kitas geringer ausfielen und vor allem im Bereich Kapitol sich durch die bisherige Nichtberücksichtigung von Fördermitteln in Höhe von 5 Millionen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergaben, und zwar in Höhe von erheblichen 193.300, die also in diesem Bereich nicht nur für dieses oder kommende Jahre, sondern auch für vergangene Jahre die Kosten reduzieren. Es wäre allerdings jetzt ein schwerer handwerklicher Fehler, den Haushalt noch einmal aufzumachen, weil man, wie man so schön sagt, ihn nicht wieder zubekommt. Er steht jetzt, wie er steht. Die Abschreibungen in Höhe von rund 4,8 Millionen Euro können erwirtschaftet werden. Haupteinnahmequelle des Ergebnisplanes sind die Erträge aus Steuern und Abgaben mit einem Anteil von 39,75% am ordentlichen Gesamtertrag. Fast genauso hoch
stellen sich die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit einem Anteil von 39% dar. Alleine diese beiden Positionen machen einen Anteil unserer Erträge von fast 79% aus. Insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes, die mit einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von rund 2,1 Millionen zu Buche stehen, tragen zu dem diesjährigen positiven Ergebnis enorm bei. Leider können wir schon ab dem kommenden Haushaltsjahr nicht mehr mit Erträgen in dieser Größenordnung rechnen. Die Auswirkungen werde ich Ihnen noch an anderer Stelle darlegen. Der Grund ist hierbei schlicht die gestiegene Wirtschaftskraft der Stadt Zeitz und damit beispielsweise das Gewerbesteueraufkommen, die sich eben in verringerten Zuweisungen niederschlägt. Kommen wir zunächst noch kurz zu unseren Aufwendungen, also zu der Frage, wo wir dieses Geld ausgeben. Die Personalkosten betragen 40,7% unserer ordentlichen Gesamtaufwendungen. Angesichts der zu erwartenden Tariferhöhungen, die wir bekanntlich nicht beeinflussen können, ist mit einer weiteren Belastung in der Zukunft zu rechnen, wenn wir hier nicht gegensteuern. Die Transferaufwendungen machen einen Anteil von 23,9% aus. Zu diesen Aufwendungen zählen unter anderem die Zuschüsse im Rahmen der Stadtsanierung und Stadtumbau Ost, die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Zuweisungen an Verbände und Vereine. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen einen Anteil von 18,4% aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind die ordentlichen Aufwendungen um rund 2,5 Millionen Euro gestiegen. Dabei sind mit Abstand die meisten Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Insbesondere höhere Kosten für Werterhaltungen und Bewirtschaftungen der Grundstücke und baulichen Anlagen führen zu diesen Mehrkosten. Komme ich nun zum investiven Teil des Haushaltes. Uns steht aus der Investitionspauschale eine Summe von 1.300.000 zur Verfügung. Übertriebene Investitionserwartungen kann man aus dieser Summe selbstverständlich nicht herleiten. Dennoch haben wir es geschafft, etliche Baumaßnahmen, insbesondere im Förderbereich, in unseren Planungen zu berücksichtigen. Der Investitionshaushalt umfasst daher Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 11.809.200. Folgende Maßnahmen mit größeren Investitionsvolumina im Finanzplanjahr 2017 möchte ich Ihnen benennen. Diese sind beispielsweise das Tierheim Zeitz, der Neubau mit einem Investitionsvolumen von rund 3 Millionen Euro, der Bahnhof Zeitz mit einem Volumen von rund 1,2 Millionen Euro, die Erweiterung der Feuerwache rund 1,3 Millionen Euro, Maßnahmen im Programm städtebaulicher Denkmalschutz rund 1 Million Euro, der Ausbau der Weißenfelser Straße, erster Bauabschnitt mit rund 800.000 Euro, Schützenstraße, erster Bauabschnitt, ebenfalls 800.000 Euro, sowie der Ausbau des Steinsgrabens mit einem Investitionsvolumen von rund 600.000 Euro. Zum Haushaltsplan erhalten Sie zusätzlich eine Investitionsliste. Diese beinhaltet allerdings die Maßnahmen, die in diesem Jahr nicht berücksichtigt werden konnte. Zur Finanzierung aller vorgesehenen Investitionen ist zudem eine Kreditfinanzierung in Höhe von 1.324.500 vorgesehen. Nur durch die Aufnahme zweckgebundener Kredite ist die Finanzierung dringend notwendiger und aus unserer Sicht unabweisbarer Investitionen gesichert. Der Investitionsplan wurde der Kommunalaufsichtsbehörde zu einer Vorprüfung vorgelegt. Die Stellungnahme zur geplanten Investitionstätigkeit erging mit Schreiben vom 10.03. und ist an die Stadträte ausgereicht worden. Da die Neuverschuldung, insbesondere unter dem Aspekt der Tatsache, dass die Stadt Zeitz am Teilentschuldungsprogramm stark zwei teilnahm, sehr kritisch zu sehen ist, wird sowohl die sachliche als auch die zeitliche Unabweisbarkeit jeder einzelnen Investitionsmaßnahme sehr kritisch geprüft. Daher ist es noch möglich, dass nicht alle aus unserer Sicht unabweisbaren Maßnahmen weiterhin vollumfänglich Bestand im Haushalt haben werden. Das hängt von einer Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ab. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen
Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird auf 15.903.200 festgesetzt. Die vom Investitionsumfang größten Ermächtigungspositionen sind für den grundhaften Ausbau des Zekiva-Gebäudes, die Bauenmaßnahme Grundschule Zeitz Ost und für die Weißenfelser Straße vorgesehen. Schauen wir nun etwas weiter auf die mittelfristige Planung in den Jahren 2018 bis 2020. Hier zeigen sich in den Ergebnisplänen dramatische Defizite. Die Defizite belaufen sich in den Jahresscheiben auf folgende Summen: 2018 6,3 Millionen Euro, 2019 5,8 Millionen Euro und 2020 wird das Defizit knapp 5,5 Millionen Euro betragen. Also noch wesentlich schlechter als bisher angenommen. Was passiert in den kommenden Jahren und woraus resultieren diese schlechten Ergebnisse? Sehen wir uns die Zahlen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen an, haben wir die Antwort. Denn die Erträge aus den Zuwendungen und allgemeine Umlagen sinken von 21 Millionen im Jahr 2017 auf 15,1 Millionen im Jahr 2020. Im Jahr 2018 sind es 16,9 Millionen und im Jahr 2019 15,6 Millionen Euro. Und das ist ein erheblicher Unterschied zu den 21,12 Millionen dieses Jahr. Die Transferaufwendungen werden 12,8 Millionen in 2017, 14,76 Millionen in 2018 und 12,8 Millionen in 2019 sowie 12,1 Millionen in 2020 betragen. In Worten heißt dies: Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 erhalten wir in den Jahren 2018 bis 2020 geringere Landeszuweisungen von 4,2 bis 5,9 Millionen Euro jährlich und tragen Mehraufwendungen für Transferaufwendungen von 1,9 Millionen Euro im Jahr 2018. Für die Stadt Zeitz heißt das im Klartext Haushaltskonsolidierung. Ein Großteil der Kostenpositionen des Ergebnishaushalts ist nicht durch die Stadt beeinflussbar. Und insofern ist der Handlungsspielraum gering. Aber es gibt Möglichkeiten der Konsolidierung, die wir erkennen und umsetzen müssen. Das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt schreibt dazu in § 100 Absatz 3, dass, sofern der Haushaltsausgleich nicht erzielt werden kann, und so sieht es aus, ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen ist. Das ist verpflichtend. Mit einem Konsolidierungskonzept müssen wir das Ziel erreichen, die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Zeitz wiederherzustellen. Das können wir nicht in einem Jahr schaffen, müssen wir auch nicht. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt, also spätestens im Jahr 2025. In diesem Zusammenhang müssen wir uns gemeinsam und erneut folgende Frage stellen: Was können wir uns leisten? Was wollen wir uns noch leisten? Und als zentrale Frage: Was müssen wir uns noch leisten, um Zeitz in eine erfolgreiche und lebenswerte Zukunft zu führen? Diese Fragen müssen wir uns für alle Bereiche des städtischen Lebens stellen. Ich möchte darauf hinweisen, dass am Ende auch feststehen sollte, welche Maßnahmen und Bereiche wir nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr finanziell bedienen wollen. Zurück aber zum Haushaltsplan 2017. Natürlich hat jeder von uns wesentlich mehr Wünsche gehabt, als in diesem Haushalt wiederzufinden sind. Eine Bitte darf ich aber äußern. Wenn Sie weitere oder andere Schwerpunkte als von der Verwaltung vorgeschlagen im Haushalt setzen wollen, die zu Kostenerhöhungen führen, sagen Sie mir bitte auch gleichzeitig, wo Sie einsparen wollen oder wie diese zu finanzieren sind. Wir können letztendlich die Mittel im Investitionshaushalt nur umschichten. Und bedenken Sie bitte immer, die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ist für jede einzelne Investitionsmaßnahme erforderlich. Die Genehmigung
oder Genehmigungsfähigkeit hängt wiederum von der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit ab. Da der Faktor Zeit eine Rolle spielt, möchte ich Sie insoweit auf den Haushaltsplan 2018 verweisen, der ebenfalls in Kürze aufzustellen ist. Ein ausgeglichener Haushaltsplan muss aber in jedem Fall unser erklärtes gemeinsames Ziel sein. Die Genehmigung des Haushaltes darf nicht gefährdet werden. Ich wünsche uns daher eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit auf dem Weg zu einer möglichst einvernehmlichen Beschlussfassung zum Haushalt 2017. Die Basis dafür bietet der vorgelegte Haushaltsplanentwurf. Bitte bedenken Sie am Ende immer, welche Bauvorhaben von diesem Haushalt abhängen. Wie schon vielfach erwähnt, die evangelische Grundschule bzw. das Projekt Franziskanerkloster zu nennen, nicht zuletzt aber auch die GRW-Förderung für das Schloss Moritzburg mit fast 6 Millionen Euro. Auch wenn dies erst der übernächste Schritt ist, während der Haushaltsplan 2017 noch verhältnismäßig bequem aufzustellen war, wird das Sachgebiet Haushaltswesen im unmittelbaren Anschluss den Haushaltsplan für das Jahr 2018 angehen, für den die Prognosen, wie beschrieben, tatsächlich düster sind, der aber dennoch bis zum 30. November in genehmigter Form vorliegen muss. An dieser Stelle möchte ich es im Übrigen nicht versäumen, Frau Schürmann und allen Mitarbeitern des Sachgebietes Haushaltswesen sowie allen anderen beteiligten Mitarbeitern der Verwaltung für ihre hervorragende Arbeit zu danken. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister. Gibt es Redeanträge? Herr Gensch, bitte. Herr Oberbürgermeister, Herr Vorsitzender, meine Damen, meine Herren. Ich möchte mich Ihren Worten anschließen und vor allen Dingen auch der Verwaltung Dank und Anerkennung aussprechen, was ich ja schon im letzten Finanzausschuss gemacht habe. Es war eine Heidenarbeit, muss ich sagen, und mitunter nicht einfach. Ich habe mir auch genau das Schreiben von der Kommunalaufsicht durchgelesen und ich möchte nochmals darauf eingehen. Auch das hatte ich im Finanzausschuss gesagt. Für die nachfolgenden Maßnahmen sind die Begründungen noch vorzulegen und zu ergänzen, da in diesen Fällen die Ausführungen, soweit sie vorliegen, noch nicht ausreichend sind oder die Ausführungen nicht der Unabweisbarkeit entsprechen oder eine Überarbeitung, Zusammenfassung benötigen. Es ist dabei nicht notwendig, große und sehr ausführliche Begründungen vorzulegen und so weiter. Und da ist eine ganze Liste aufgezeigt, was alles zu begründen ist. Mein Standpunkt ist nach wie vor, und ich sage es nochmal mit aller Offenheit, an alle Stadträte, Wunschdenken ist nicht angebracht. Es bringt uns keinen Schritt weiter. Und die nächsten Jahre 2018 oder 2019, ich will nicht schwarz malen, aber ich habe tatsächlich große Befürchtungen, dass uns das nicht gelingen wird. Weil nämlich die Fördermittel werden weniger und Sie haben es angesprochen, alles, Kreisumlage wird steigen und so weiter und so fort. Ich will keine Panik machen. Aber eins möchte ich auch sagen. Wir können bestimmte Maßnahmen nicht sagen, das streichen wir weg, das kommt weg, das kommt weg oder das kommt weg. Wir müssen stets an unsere Bürger denken, in der Stadtzeit. Und das ist für mich ausschlaggebend. Was von oben kommt, und ich sage es nochmal ganz deutlich, manche Herren und Damen da oben, ob Landesregierung oder sonst was, die wissen gar nicht, was sie beschließen und wissen gar nicht, wie das Leben unten aussieht. So, Frau Bayer, bitte. Herr Oberbürgermeister, Sie erwähnten am Anfang die Eröffnungsbilanz, dass sie jetzt bei der Kommunalaufsicht eingereicht ist. Bekommen wir die auch noch ausgereicht? Die ist noch nicht eingereicht. Die ist, befindet sich in der Endphase der Fertigstellung. Wann? Naja, sie muss bis zum 30.06. eingereicht sein. Also, das
So, Frau Späte, bitte. Oder wollten Sie noch was nachfragen, Herr Bayer? Na dann bitte. Aber wir haben ja jetzt hier Abschreibungen mit aufgeführt in den kompletten Haushalt. Das sind jetzt Annahmen? Das sind erstmal, ja, das sind erstmal nach den bisherigen Kenntnissen eingesetzte Zahlen sozusagen. Das kann sich noch ändern, eben im Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz. Wenn dort, da finden ja auch Wertveränderungen statt, auch vor allem positive für den Haushalt. Abwertung von Grundstücken, das hat in verschiedenen, oder Abwertung von Gebäuden vor allem, das führt zu verringerten Abschreibungen und Ähnliches. Also es wird intensiv daran gearbeitet. So, Frau Später, bitte. Einbringung eines Haushalts ist insofern ja noch nicht der Tag zur Diskussion. Deshalb bedanke ich mich zunächst für die ausführlichen Ausführungen des Oberbürgermeisters und habe mich deswegen zu Wort gemeldet, weil ich mich ganz speziell und viele Jahre haben wir darauf gewartet, dafür bedanken möchte, dass es jetzt in diesem Haushalt möglich ist, auch die einzelnen Konten, die eben erwähnt, Kitas und so weiter, vorzufinden. Und ich freue mich, dass das gelungen ist. Es hat einige Zeit gedauert. Und ich denke, man kann mit diesem Haushalt auch als Stadtrat arbeiten und hoffe, dass wir das dann auch ausreichend tun können. Auch wenn wir alle wissen, dass der Haushalt 18 eigentlich schon in den Startlöchern stehen muss. Erstmal herzlichen Dank auch vor allen Dingen an die Kolleginnen im Sachgebiet, dass das also in den Sachgebieten, dass das möglich war. Und ich denke, es hilft uns auch bei der Beurteilung dieses Haushalts. Dankeschön. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Herr Schröder? Ja, meine Damen und Herren, eine schnellstmögliche Vorlage des Haushaltsentwurfs ist immer schon eine Forderung auch zu anderen Stadtratsperioden gewesen. Wir haben ja nun schon die Information, dass am 30.03. hier eine Sondersitzung des Finanzausschusses dazu stattfindet. Das ist auch zu begrüßen, wenn das alles zeitnah erfolgen soll. Aber ich muss hier auch noch mal anmerken, das, was ich heute auf meinem Platz gefunden habe, genauso wie die anderen Mitglieder des Stadtrates, und damit möchte ich auch mal den anwesenden Einwohnern hier das versinnbildlichen. Das ist der Haushalt 2017. In dem Fall als Mitglied des Finanzausschusses ist es meine Aufgabe, das bis zum 30.03. durchzuarbeiten. Ich werde mir Mühe geben, kann allerdings nichts versprechen. Aber vielleicht mal eine praktische Handhabung zu dem Ganzen. Wir sind also 34 Stadträte hier und ich will nicht die Frage stellen, wer von den 34 Stadträten das in der Kürze dieser Zeit durcharbeiten kann. Das negiert in keiner Weise die Arbeit der Verwaltung, das ist ganz klar. Aber wir machen das in unserer Freizeit. Ich bin da noch relativ gut dran, weil ich Rentner bin und mehr Zeitfunk zur Verfügung habe. Aber viele von unseren Mitgliedern im Stadtrat haben auch noch einen Beruf nachzugehen. Und der, denke ich mal, der steht in Zeiten der Marktwirtschaft an erster Stelle. Soweit dazu. Für die Zukunft, ein Vorschlag vielleicht,
über den wir dann mal sprechen müssen für den Haushalt 2018. Ich denke mal, es sollte zielführend sein, dass in den großen Fraktionen vielleicht nur 2 solche Exemplare ausgereicht werden, in den kleineren Fraktionen ein Exemplar, wo man sich austauschen kann, um dann auch Fragen stellen zu können. Ich mache jetzt in dieser Art und Weise weiter und habe heute hier gefunden auf dem Tisch die Unterlagen zur Sitzung des Bauausschusses am 5.4. So, das kommt noch dazu. Dass es meines Erachtens nach auch anders geht, haben wir erlebt mit der Vorlage des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Abwasser, wo wir am 26.01. als Stadträte diesen Umfang hatten, aber dankenswerterweise der vortragende Rechtsanwalt Helbig das Ganze zusammengefasst hat in einen Extrakt mit diesen Seiten. Damit kann man leben. Herr Schröder, ich muss Sie an die Redezeit ermahnen. Okay. Sie haben schon überschritten. Ich denke, es reicht auch. Danke. Bitte. Gibt es weitere Redeanträge? Dann schließen wir die Informationsvorlage, den Tagesordnungspunkt 12. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 13. Umsetzung der Maßnahmen der Städtebauförderprogramme, städtebaulicher Denkmalschutz und aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Verschiebung im Rahmen der bewilligten und beantragten Fördermittel, Stand 30.01.17. Im Bauausschuss vorberaten und beschlossen 7 Ja-Stimmen, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Im Haupt- und Wirtschaftsausschuss 12 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Wir kommen zur Diskussion. Gibt es Redeanträge? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Wer diesem Beschluss die Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Bei einer Stimmenthaltung mit 32 Ja-Stimmen so beschlossen. 0 Nein. Ich schließe Tagesordnungspunkt 13, rufe auf Tagesordnungspunkt 14. Maßnahmen des Förderprogramms Dorferneuerung, Dorfentwicklung im Kostenrahmen der beantragten Maßnahme im Haushaltsplan Haushaltsjahr 2017. Hier ebenfalls vorberaten im Bauausschuss mit 7 Ja-Stimmen, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Im Haupt- und Wirtschaftsausschuss mit 12 Ja-Stimmen, 0 Nein, 0 Enthaltungen so beschlossen. Ich eröffne die Diskussion. Bitte um Redeanträge. Auch das ist hier nicht der Fall. Wir kommen in die Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Mit 32 Ja-Stimmen, 0 Nein, 1 Enthaltung, so beschlossen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 14, rufe auf Tagesordnungspunkt 15. Maßnahmen des Förderprogramms Dorferneuerung, Dorfentwicklung im Kostenrahmen der beantragten Maßnahmen im Haushaltsplan Haushaltsjahr 2017. Vorberaten und beschlossen im Bauausschuss mit 7 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Hauptwirtschaftsausschuss 12 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ich eröffne die Diskussion.
bitte um Redeanträge. Das kann ich nicht erkennen. Kommen wir zur Beschlussfassung. Wer dem Beschluss Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Bei einer Enthaltung mit 32 Ja-Stimmen so beschlossen, 0 Nein, 0 Enthaltung. Eine Enthaltung, Entschuldigung. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 15, rufe auf Tagesordnungspunkt 16. Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nummer 76, Umbau und Erweiterung eines Wohn- und Geschäftshauses, Wendische Straße 14 in Zeitz, als Bebauungsplan der Innenentwicklung. Auch hier wurde vorberaten und beschlossen im Bauausschuss mit 7 Ja-Stimmen, 0 Nein und 0 Enthaltungen beschlossen und im Haupt- und Wirtschaftsausschuss mit 12 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen so beschlossen. Ich komme zur Diskussion. Gibt es Redeanträge? Ist nicht der Fall. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltungen? Nicht der Fall. Einstimmig mit 33 Ja-Stimmen so beschlossen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 16, rufe auf Tagesordnungspunkt 17, Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für die Erneuerung des Gehweges und der Beleuchtung des Thomas-Münzer-Platzes in Zeitz. Wurde beraten und beschlossen im Bauausschuss wie folgt: 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen im Haupt- und Wirtschaftsausschuss, 12 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ich korrigiere mich, im Bauausschuss 5 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen. Ich eröffne die Diskussion und bitte um Wortmeldung. Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. Ich danke. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Gibt es Stimmenthaltung? Eine. Mit 31 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung so beschlossen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 17, rufe auf Tagesordnungspunkt 18. Zweite Änderung der Rechnungsprüfungsordnung. Beschlossen im Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss mit 6 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ich eröffne die Diskussion. Gibt es Redeanträge? Dann gehen wir zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. Danke. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Eine. Herr Thiel, Sie haben nicht mit abgestimmt? Für Ja gestimmt? Habe ich das übersehen? Entschuldigung. 32 Ja-Stimmen, eine Gegenstimme, 0 Enthaltungen. So wurde beschlossen. Enthaltung. Ich korrigiere nochmal. Es waren 32 Ja-Stimmen. Null Enthaltung, null Nein, eine Enthaltung. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 18, rufe auf Tagesordnung,
Tagesordnungspunkt 19. Verkaufsoffene Sonntage 2017 sind beschlossen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 19, rufe auf Tagesordnungspunkt 20. Information zu verkaufsoffener Sonntage. Gibt es dazu noch Diskussionsbedarf? Bitte, Herr Oberbürgermeister. Ich möchte dazu nur kurz ausführen, dass es nicht zwingend erforderlich ist, dass der Stadtrat über die verkaufsoffenen Sonntage beschließt, sodass wir es zukünftig so handhaben möchten, dass die verkaufsoffenen Sonntage wie bisher abgestimmt werden mit Händlern und dann eine Information an den Stadtrat erfolgt. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister. Gibt es da Ihrerseits noch Redebedarf? Bitte, Frau Wetzelt. Was passiert mit dem Michaelpark? Ist er dort mit dabei oder sind wirklich nur die Straßen? Wir haben jedes Jahr die Diskussion gehabt, dass die Innenstadt dann nicht so besucht wird wie der Michaelpark. Aber wenn wir in Zeitz offene Sonntage machen, gehört der Michaelpark dazu. Hat sich der Michaelpark beworben, mit aufmachen zu wollen oder wie ist das gelaufen? Frau Vincent, bitte. Also zu den Vorschlägen zu verkaufsoffenen Sonntagen hat sich der Michaelpark für dieses Jahr nicht beteiligt. Allerdings gilt nur für dieses Jahr, nur für den 11. Juni, eine Beschränkung auf den Innenstadtbereich anlässlich des Stadtjubiläums und die anderen drei verkaufsoffenen Tage für das gesamte Stadtgebiet, sodass auch der Michaelpark mit eingeschlossen ist. Danke. Dankeschön. Gibt es weiteren Diskussionsbedarf dazu? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich die Informationsvorlage, den Tagesordnungspunkt 20, rufe auf Tagesordnungspunkt 21, allgemeine Anfragen sowie Informationen des Oberbürgermeisters. Haben Sie Informationen, Herr Oberbürgermeister? Nicht der Fall. Dann übergebe ich den Herrn Weißbrot erstmal das Wort. Ja, ich komme zurück auf die zwei Bürgeranfragen zu der Beschäftigung von Flüchtlingen in den Einrichtungen der Stadt Zeitz. Ich habe vernommen, dass der Herr Gottschlich gesagt hat, da die Flüchtlinge nur Hausmeister tätig oder den Hausmeister begleiten, wäre kein Gesundheitszeugnis erforderlich. Wir halten das persönlich für falsch. Wir hatten uns mit der Thematik beschäftigt. Ich denke, dass das auch jeder ein bisschen verfolgen konnte, dass es da derzeit ungeklärte Gesundheitsverhältnisse gibt, dass es wieder Krankheiten gibt, die bei uns mehr oder weniger gar nicht mehr vorstellbar waren. Und die Flüchtlinge sind in den Einrichtungen, es sind Infektionskrankheiten, ich bin da sicher nicht der Kompetenteste, es geht da um Hepatitis, es geht um Tuberkulose und Sie wissen, Herr Oberbürgermeister, Sie sind für die Gesundheit nicht nur der in den Kindereinrichtungen betreuten Kinder verantwortlich, sondern auch Ihrer Mitarbeiterin und da muss man jedes Risiko ausschließen. Also wir erwarten ganz einfach, dass da ein Gesundheitszeugnis erfordert wird. Was da alles beinhaltet sein muss, das kann ich nicht beurteilen, aber man kann es einfach nicht so abtun. Die gehen dort in die Einrichtung und natürlich haben die menschliche Bedürfnisse, wie wir alle, die nutzen das. Und da kann es nicht sein, dass wir nicht wissen, was dort los ist. Insbesondere Sie, auch als Gesellschafter der ZIAG, wir finanzieren diese Maßnahmen mit. Also wir müssen uns hier vom Kreis überhaupt nichts aufdrücken lassen. Also hier gilt ganz einfach eine gewisse Vorsorge und die muss ganz einfach gewahrt sein. Das geht nicht anders. Dankeschön, Herr Weißbrot. Herr Hedrich, bitte. Eine Anfrage an den Oberbürgermeister. Mir ist zur Kenntnis gebracht worden, dass Anfang März in Sangerhausen der Städte- und Gemeindebund getagt hat. Meine Frage ist, hat ein Vertreter der Stadt Zeitz dort dran teilgenommen?
So, können Sie das beantworten, Herr Oberbürgermeister? Haben Sie überhaupt eine Einladung erhalten? Die Frage kann ich jetzt spontan nicht beantworten, ehrlich gesagt. Müsste ich prüfen. Weil die Begründung meiner Frage liegt darin, dass dort gewisse Dinge besprochen werden, die von allgemeinem Interesse auch für die Stadt Zeitz sein könnten. In der Regel nehme ich persönlich an diesen Sitzungen teil und nur dann nicht, wenn es aus terminlichen Gründen nicht geht. Gut, danke schön. Herr Heller, bitte. Herr Oberbürgermeister, ich habe drei Fragen. Die erste ist entstanden aus der Arbeit des Jugendbeirates. Die haben nämlich mal sich die Mühe gemacht und eine Spielplatzkonzeption erstellt und den Umgang damit. Ich glaube, die feiert, wenn ich richtig informiert bin, dieses Jahr einjähriges Bestehen. Und es wäre doch angebracht, wenn der Jugendbeirat die ehrenamtliche Arbeit geleistet hat, da mal zu reagieren bzw. uns mal einen Kopf zu machen gemeinsam, wie wir damit umgehen. Wann würde das leistbar sein? Als erstes. Zweitens noch zu zwei Straßen. Ich bin angesprochen worden mehrfach von Anwohnern des Schützenplatzes, der in einem katastrophalen Zustand ist, die Straßen, bis durch zur August-Bebel-Straße in der Fortsetzung, ist da in der nächsten Zeit bei allen Anstrengungen und angespannter Haushaltslage was geplant. Das Gleiche gilt für die Bergstraße. Da haben wir ja nur ein paar Bebauung zugelassen, was auch vernünftig ist. Trotzdem sollte man mit den Anwohnern mal sprechen, um die Situation dort zu entspannen. Wir halten das für dringend geboten. Wann ist sowas leistbar? Also, bitte, Herr Bürgermeister. Zur ersten Frage hatte ich schon Herrn Max Fuchs Gespräche angeboten. Das ist im Prinzip, betrifft ja auch, das ist ja auch die parallele Problematik zum Goethepark. Ich glaube, da muss, also da steht aus, dass sich die Stadt selber positioniert und eine eigene Meinung bildet, welche oder wie man mit den Spielplätzen zukünftig umgehen will. Ja, das steht aus, das ist schwer zu sagen. Wir werden uns bemühen, das auch anzugehen, aber es ist schwer, da jetzt einen Zeitrahmen zu stecken. Wird auf jeden Fall erfolgen. Es hängt ja auch immer, ja, wie immer, am Geld. Ne? Die haushaltsrechtliche Umsetzungsmöglichkeit muss auch gegeben sein. Und da wir derzeit auf Kreditaufnahmen angewiesen sind, ist eben die zeitliche sachliche Unabweisbarkeit nicht immer ganz einfach darzulegen. Zumindest für den Goethepark prüfen wir derzeit Fördermöglichkeiten, um da überhaupt mal irgendwie beginnen zu können. Zu den weiteren Fragen, Herr Immisch, können Sie dazu etwas sagen? Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zur Spielplatzkonzeption. Das haben wir eigentlich für dieses Jahr vorgesehen, die zu überarbeiten und dann noch mal in die Gremien zu geben. Da fließen natürlich diese Dinge vom Jugendbeirat mit ein. Aber ist natürlich auch ein bisschen personalabhängig. Es sind sehr, sehr, sehr viel Förderprogramme, auch das, was jetzt Oberbürgermeister zum Goethepark sagte. Das lässt sich mit dem vorhandenen Personal nicht alles gleichzeitig machen. Das muss ich an der Stelle sagen. Und die anderen, die Straßen, werden wir uns anschauen. Wir haben also vor, jetzt nachdem der Winter vorbei ist, ich denke, er ist vorbei, mit unseren Mitteln, die wir jetzt im Haushalt haben für die Straßenreparaturen, prioritätenseitig dann auch zu beginnen. Und dort, wo eben was notwendig ist, werden wir das tun. Allerdings für die genannten Straßen ist in den nächsten Jahren sicherlich auch kein grundhafter Ausbau vorgesehen. Es wird also nur eine Reparatur werden. Dankeschön, Herr Immisch. Herr Heller? Beantwortet? Sind Sie so? Gut. Na dann, gut, danke schön. Dann Frau Später zunächst. Nee, die sind vorher gekommen. Das war durch das Gespräch. Sie hatte sich vorher gemeldet. Kommt jeder dran.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen. Entschuldigung. Und zwar gibt es ja ein Förderprogramm IT-Technik für Schulen. Ich kann nur berichten, dass der Burgenlandkreis sich hier sehr stark bemüht. Ich frage an, wie, das gilt ja dann für die Schulen in Trägerschaft des Kreises, ich frage an, wie weit das hier in der Stadtverwaltung auch in Angriff genommen wird, an diesem Förderprogramm sich zu beteiligen. Es gab hierzu eine Pressemitteilung des Bildungsministeriums vom 27. Januar 2017, also des Landesministeriums. Ich gehe davon aus, dass die hier bekannt ist, und ich hätte gern gewusst, wie weit sich da die Stadt engagiert. Das Zweite ist sozusagen ein Thema, was mich schon länger ein wenig aufregt. Und zwar ist das der Umgang der Stadt Zeitz mit freien Berufen, in dem Fall künstlerischen Berufen. Und ich habe einem Artikel der Mitteldeutschen Zeitung vom 3.6.2017, Lokalseite, entnommen. Der Artikel ist überschrieben mit Ausstellung Berührt die Seele, dass die Stadt Zeitz sich beteiligt an der Landesgartenschau 2018 und dort schon mitgeteilt wird, welches Thema man in einem Themengarten dort vorstellen möchte, mit den Stadtfarben, das ist ja alles schön und gut. Und dann steht hier, dass die Stadt dort eine Stahlplastik des Künstlers Roland Lindner aufstellen wird. Ich habe kein Problem damit, dass Menschen sich mit Kunst beschäftigen und Kunst aufstellen. Aber ich habe ein Problem, wenn die Stadt dieses tut, ohne vorher darüber auch mal zu informieren und zu sagen, wir haben einen solchen Plan, wir möchten uns an sowas beteiligen und wir fragen an, welche Künstler sich zu welchem Thema hier auch beteiligen können. Das hat überhaupt nichts mit Geld zu tun, das hat etwas mit dem Umgang zu tun, den man mit freien Berufen hier in dieser Stadt pflegt. Und ich möchte eigentlich damit erreichen, dass wir uns dazu mal verständigen. Es gab viel Aufruhr im Hinblick auf die berühmte Zuckerziege. Ich möchte das eigentlich nicht wieder haben. Und ich bitte einfach darum, dass man in der Stadt, soweit es sich um öffentliches Engagement handelt, diese Regelungen auch beachtet. Wir machen das bei allen anderen Berufen, dann bitte ich, das auch bei diesen Berufen zu tun. Vielen Dank. So, Frau Langenberg, bitte. Ja, zu der ersten Geschichte, IT-Ausstattung an unseren Schulen. Hier gibt es intensive Vorbereitungen, gemeinsam mit unserer EDV-Abteilung. Es gab auch schon Vor-Ort-Termine in Magdeburg, wo wir uns in der Schule sich das praktisch angeguckt wurde, was möglich ist. Jetzt ist ja auch diese Woche diese Richtlinie veröffentlicht worden und wir werden auf alle Fälle in diesem Jahr also diese Anträge vorbereiten. Für die Grundschulen sind auch Mittel eingestellt und für die Sekundarschulen sind wir jetzt mit dem Landkreis in Abstimmung, dass wir dort eine gemeinsame Beantragung praktisch auch für unsere Schulen mit ins Paket beim Landkreis reinkriegen. Also so sind die Gedankengänge. Wenn das nicht möglich ist, werden wir natürlich auch für unsere Sekundarschulen dann einen extra Antrag stellen. Aber dieses Know-how für die Sekundarschulen, da hat der Landkreis schon ein Stück Vorarbeit geleistet und es ist uns auch in der gemeinsamen Schulleiterberatung angeboten worden, dass wir da mit ins Paket reinkommen können. Ja, natürlich auf unsere Kosten dann auch, aber halt, wie gesagt, die ideelle Vorleistung wird dann über den Burgenlandkreis erfolgen. Zu der Geschichte Burg 2018, die Landesgartenschau. Hier sind wir angefragt worden und aufgrund, mangelnder finanzieller Mittel, die nun mal wie unsere Haushaltslage das auch hergibt, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir hier Sponsoren ins Boot bekommen. Wir haben angefragt bei der MIPRAG und dort haben wir eine positive Resonanz bekommen. Die Gala MIPRAG ist dann praktisch genannt worden als unser Ansprechpartner und
Es gab eine erste Idee und wir wollten halt dann auch nicht nur eine Gartenfläche gestalten, sondern halt auch noch einen Blickpunkt in diesen Garten, der ca. 30 Quadratmeter Größe hat, bringen. Aus dem Grund haben wir bei Herrn Roland Lindner angefragt und auch dort ist eine positive Resonanz gekommen. Und es gab, jetzt weiß ich nicht das Datum, Ende Februar oder was, Anfang März, Theo, wisst du es nicht? Eine erste Vorstellung in Burg, wo alle Städte eingeladen waren, die einen Garten dort praktisch gestalten werden. Und wir mussten wirklich erstmal schauen, ob das überhaupt unsere Vorstellung, ob das überhaupt mit solchen Sachen anerkannt wird oder ob die sagen, nee, also so geht es überhaupt nicht. Und wir sind dort aber auf eine positive Resonanz gestoßen und aus dem Grund werden wir diese Idee auch im nächsten Bauausschuss am 5. April vorstellen, wenn Sie sehen, oder Sie werden sehen, dass es jetzt mit auf der Tagesordnung steht, wo dann das Projekt vorgestellt werden soll. Nachfrage, Frau Schwerde? Ja. Bitte. Ich betone nochmals, es geht hier nicht um die Frage, ob man sich beteiligt, das kann ja alles entschieden werden, sondern es geht genau um die Frage, wie man so etwas vorbereitet. Frau Langberg, Sie sehen es mir nach, es kann nicht sein, wenn die Stadt eine solche Überlegung hat, sich an einer Landesgartenschau zu beteiligen. Die Stadt ist eine öffentliche Einrichtung. Wenn dann geplant ist, dort Kunstwerke gleich welcher Natur, ob aus Glas, Stein, Metall, das ist völlig wurscht, dort zu verwenden, dann sind hier entsprechend mehrere Menschen anzufragen, die möglicherweise verschiedenste Ideen haben. Man kann das nicht so machen und das dann auch noch im Zweifel natürlich die Presse über solche Ideen berichtet, das ist ja insofern gut, aber ich mahne es wirklich an. Und ich bin seit Jahrzehnten, Herr Moser, darum geht es überhaupt nicht, wenn ich hier solche Fragen stelle, bezieht sich das niemals auf mich selbst und das dürfte wohl die ganzen Jahre so gewesen sein. Ich habe jetzt noch zu sagen, dass es darum geht, dass ich persönlich seit vielen Jahren auch mit Landesgartenschauen, Bundesgartenschauen, da gibt es immer Sonderfelder für Handwerksberufe, wir haben da Regelungen, wie man sowas macht. Man kann im Zweifel auch mal vorher fragen. Und ich denke, das tut gut. Und gerade in dieser Hinsicht bitte ich einfach darum, dass das zukünftig berücksichtigt wird. Man muss sonst wirklich mal intern darüber reden. Das geht einfach nicht, weil das ist ungleich im Sinne unserer eigentlichen Aufgabe. Die Ungleichbehandlung dieser Berufsgruppen. Ich bitte da wirklich eindringlich, dass wir das nicht so weitermachen. Ich möchte es dabei jetzt auch bewenden lassen. So, Frau Wieselt. Ich habe eine Frage zum ÖPNV. Es wird ja im Burgenlandkreis daran gearbeitet, insgesamt. Und ich entnahm Supersonntag oder Wochenspiegel, dass sich dort Eltern gemeldet hatten, auch ein Junge abgebildet war, wo es um die Schulbusse ging. Ich kann mich erinnern, wir haben Anfang vergangenen Jahres hier im Friedenssaal, ja, dem Friedenssaal voll gehabt, wo Bürgerbeteiligung war, wo wir drüber reden konnten und wo zwei Personen da Aussage drüber treffen konnten. Und uns wurde gesagt, wir müssten uns intern nochmal im Stadtrat zusammensetzen, dass wir auch ein bisschen Einfluss darauf bekommen. Und zwar ist es ja so, Sie wissen das alle, in Zeitz geht es nur von unten bergauf und manche Haltestellen sind auch an Straßen wie Rudolf-Buschendorf-Straße und Röntgenstraße. Und wir haben aber auch in Rasberg dann einen Buswendeplatz, der von allen Schulbussen angefahren wird, auch von Treusig her. Jetzt war in dem Gespräch Anfang vergangenes Jahres von einem Mann, dessen Namen ich nicht mehr weiß, da kann man ja überlegen, ob man dann vorne an der Straße hält in Rasberg oder ob man unbedingt noch da hinten rumfahren muss. Meine Frage ist jetzt, hat es Kontakt gegeben, liegt in der Stadtverwaltung irgendetwas vor, was schon darauf hinweist,
ob es einen Rahmen gibt, ob es schon Haltestellen festgelegte gibt, denn wir haben ja auch Straßen oder Orte in Zeitz, wo nie ein Bus hinkommt, außer ein Schulbus, der die Kinder zum Schwimmen in die Schwimmhalle fährt. Ansonsten ist in Richtung Tröglitzer Straße, Freiligradstraße und so weiter, fährt überhaupt kein Bus. Nun muss ich sagen, haben wir ja unser Sportzentrum da unten, ne? Wir haben die Schwimmhalle da unten, wir haben im Jugendclubhaus sportliche Dinge, die gemacht werden und es kommen auch jüngere Kinder darunter. Wir haben über die Brücke weg unser Stadion. Also müsste auch für dort mal angedacht werden, eine Bushaltestelle zu installieren. Aber wichtig ist einfach so die Aussage, die der Mann gemacht hat, dass die Kinder dann vorne an der Rudolf-Buschendorf-Straße aussteigen, wo den ganzen Tag nur LKWs durchfahren. Die Straße ist schon wieder kaputt, bis runter Clara-Zetkin-Straße. Dort kann man keine Kinder aus dem Bus rauslassen, weil das ist direkt Straße. Ja, die überdachte Bushalle ist direkt an der Straße, hat nicht mal einen Fußweg. Also ich denke schon, da müsste was gemacht werden. Ist da schon mal hier in der Stadtverwaltung drüber gesprochen worden, diskutiert worden? Ist da schon mal eine Dokumentation ausgereicht worden? Kann man da irgendwo mal was nachlesen oder wie ist der Stand? So. Wer beantwortet? Ich persönlich kann nichts dazu sagen. Herr Immisch schüttelt mit dem Kopf. Das scheint Nein zu heißen. Vielleicht was ganz Grundsätzliches. Also zu dem Schulbusverkehr werden wir, also mein Fachbereich, auch der Herr Wilders als Nahverkehrsverantwortlicher nicht beteiligt. Also bisher nicht. Deswegen habe ich da auch keine Kenntnis, was schulbusmäßig geplant ist oder nicht geplant oder anders werden soll. Natürlich kann man trotzdem auf den ÖPNV zugehen, der ja trotzdem der Träger des Kreises ist. Bei den anderen Dingen wird die Stadt Zeitz, wie alle anderen Orte, bei der Umstellung der Fahrpläne, also bei der Neuerstellung, beteiligt. Das heißt, wir bekommen eine Unterlage und können dazu eine Stellungnahme abgeben. Wie weit die dann berücksichtigt wird, ist eine andere Frage, weil, und das haben die Erfahrungen der letzten Zeit gezeigt, natürlich die PVG meist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ihre Linien einrichtet. Und wenn dann nicht genug Verkehr dann da ist, also nicht genug Mitfahrer sich ergeben, wie gesagt, wir rechnen das nicht nach, wird dort auch keine Haltestelle eingerichtet, beziehungsweise keine Linie. Es wird in Kürze, das hat uns die PVG auch zugesagt, nochmal ein Gespräch geben zu den neuen Fahrplänen, wenn die Brücke wieder befahrbar ist, also ich gehe mal von Juni aus, dass man dann die alten Linien bzw. neue Linien wieder einrichtet, weil die Unterstadt dann anders angefahren werden kann. Sicherlich kurzfristig wird da jetzt nichts möglich sein, weil ja im Moment alles über Umleitungsverkehre geht. So, eine Nachfrage, Frau Wetzelt. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass darüber gesprochen wird, dass die Ecke Tröglitzer Straße, Freiligradstraße irgendwo mit zu beachten ist. Es wird. Und trotzdem, wenn das auch mit dem Schulbus jetzt so, wie Sie das gesagt haben, laufen sollte, nachfragen muss die Stadt. Das sind ja die Kinder der Stadt. Richtig. Also muss man auch Einfluss haben, ob die in der Buschendorfstraße rausgeschmissen werden oder hinten am Buswendeplatz. Ist ja richtig, wollen wir auch Einfluss nehmen, bloß die Frage war ja eigentlich, ob das bekannt ist, was der Oberbürgermeister mir dann rübergegeben hat. Ich kenne es nicht und ich hatte mich vorher mit Frau Langenberg abgestimmt, die kennt es auch nicht, dieses Anliegen. So, Herr Strauch, bitte. Ja, ich habe ein ganz bekanntes Thema wieder. Es geht um den Brühl, ich möchte das bitte auch zum Protokoll haben. Wir haben jetzt die lange Beobachtungsphase dort unten bestimmt vorüber. Und da wollte ich mal nachfragen, wenn wir dort unten die Verhältnisse im Brühl verändern, verkehrsmäßig. Also ich bitte da einfach noch um ein wenig Geduld. Es finden Prüfungen und Überlegungen statt. Ich möchte nicht ständig Zwischenergebnisse präsentieren. Es wird eine Information erfolgen. Ich bitte Sie da einfach noch um etwas Geduld. Wir könnten jetzt weiterhin, ich könnte einen Mitarbeiter aus der Verwaltung erneut bitten, dort den aktuellen Stand darzulegen. Aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ausreichend, Herr Strauch. Vorläufig, ja. Danke. Frau Reimschüssel, bitte.
so ein Stück weit setze ich die Problematik von Frau Wetzelt fort. Mich interessiert, es war ja in der Zeitung jetzt immer mal die ganze Sache der Buswartehäuschen Thema. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Es gibt genügend Problematiken. Wenn ich nur dran denke, hier vorne an der Michaeliskirche, da bauen wir lieber ums Schaufenster und Zaun, damit auch ja niemand die Tasche im Fensterbrett abstellen kann. Halte ich einfach für keine gute Situation. Gibt es Überlegungen in der Verwaltung, mal mit einer Konzeption anzufangen, Buswartehäuschen aufzubauen, wo Haltestellen sind, wo noch nichts ist? Herr Immisch, darf ich Sie auch dazu noch mal um Stellungnahme bitten? Also wir sind immer bestrebt, dort wo eine Bushaltestelle ist, nach Möglichkeit, auch die Möglichkeit, dass ein gewisser Wetterschutz da ist, zu installieren. Das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, es ist eine Frage der Nachhaltigkeit. Und wir hatten jetzt zum Beispiel das Thema Michaeliskirchhof, weil Sie es gerade angesprochen haben, weil ja nun im Moment der Bus, der in der Unterstadt fährt, die Rahnestraße runterfährt und das heißt dort oben auch hält. Ich habe die Auskunft von der BVG, dass diese Haltestelle zumindest noch nicht sicher ist, dass er dauerhaft bleibt. Die Stadt ist daran interessiert, wegen der Fußgängerzone, der Nähe und auch wegen der Innenstadt. Wir werden natürlich unseren Einfluss versuchen, geltend zu machen, die Haltestelle dort zu erhalten. Ein Wartehäuschen kriegen wir nicht hin. Wir wollen jetzt im Frühjahr, wenn der Haushalt dann durch ist, dort wenigstens eine Bank aufstellen. Die kann auch dann stehen bleiben, wenn man sich die Kirche angucken will oder aus anderen Zweck sich dort hinsetzen will. Ein Buswartehäuschen werden wir für die eventuell kurze Zeit dort nicht installieren. Aber ansonsten müssen wir uns natürlich nach dem Linienverkehr richten. Und da haben die meisten Bushaltestellen, wenn Sie sich das angucken, die also ständig und dauerhaft sind, die haben eine Wartehalle. Im Übrigen gibt es ja noch den Vertrag, dass wir mit dieser Werbeagentur, die uns der alleinige Werbeträger sind in Zeitz, ich glaube pro Jahr, eine Buswartehalle gesponsert wird. Und da muss man gucken, wo man die einsetzt. So, danke schön, Herr Immisch. Herr Weißbrot. Ja, bloß noch mal eine kurze Anmerkung zum Brühl. Also aus meiner Sicht ist dort das Einzige, was sinnvoll ist, eine verkehrsberuhigte Zone, also dieses blaue Schild. Aber das ist bloß eine kurze Anmerkung. Ich habe noch eine Frage in Vorbereitung zur Haushaltsdiskussion. Wir haben vor uns gehört und wir hatten es, glaube ich, schon mal kurz zur Kenntnis gekriegt, dass Fördermittel, ERW, habe ich jetzt nicht richtig verstanden. GRW. Ja, okay, danke. Vielen Dank. Fürs Museum geplant sind. Wir wollen nachfragen, ob das zwingend fürs Museum sein muss, oder ob es da andere Möglichkeiten gibt, dass die Förderrichtlinien mal bitte ausgereicht werden als PDF per E-Mail, ne, dass man das nachlesen kann. Weil vielleicht gibt es ja auch andere Ideen, wo man diese 6 Millionen unterbringen könnte. Danke. Ja, wie immer ist das auch das nicht ganz einfach. Es gab viele Besuche von weiter oben, Begehungen im Museum. Es geht um die Verbesserung touristischer Infrastruktur. Das ist das Programm, wo der Burgenlandkreis der Stadt Zeitz die Eigenanteile finanziert. Das ist fest fürs Museum vorgesehen und projektgebunden an die, Frau Langberg, wollen Sie dazu noch was ausführen? Ja, auch hier gab es schon mehrere Termine, auch beim Wirtschaftsministerium in Magdeburg. Und es geht um die Aufwertung der touristischen Infrastruktur. Und wir haben mit dem Wirtschaftsministerium halt auch besprochen, was möglich ist, was förderbar ist. Die waren auch hier schon im Areal Moritzburg, haben sich alles angeschaut. Und da sind wir jetzt, sage ich mal, in einer Feinabstimmung dieses Fördermittelantrages. Heute gab es auch noch mal eine Besprechung beim Burgenlandkreis, wo man jetzt einfach nochmal schauen muss, weil wir ja auch mit dem Förderantrag muss schon eine Planung vorliegen bis zur Phase 3 und da müssten praktisch jetzt die Kommunen in Vorleistung gehen. Und wir haben das heute, also heute war eine Beratung mit mehreren Kommunen des Burgenlandkreises und wir haben das auch nochmal mit auf den Weg gegeben, dass nochmal geprüft wird, ob der Burgenlandkreis uns hier auch helfen kann. Was die Vorfinanzierung der Planungsleistungen anbelangt. Also dass die das praktisch auch nochmal mit hier die Kommunen unterstützen. Aber ich denke, also es geht immer um eine Aufwertung der touristischen Infrastruktur. Wir haben zum Beispiel auch einen Johannisteich mit im Paket,
weil wir da ja auch, wie Ihnen an allen bekannt ist, Probleme haben. Ich denke, jetzt eine völlig andere Schiene jetzt neu anzufangen, wäre wirklich problematisch. Also da würde die ganze Förderung in Frage gestellt werden. So, Nachfrage, Herr Weißbrot, bitte. Ja, habe ich verstanden. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir zustimmen können oder auch nicht. Vielleicht wäre es das nächste Mal möglich, wenn man weiß, dass solche enormen Fördermittel bereitstehen, in Stadtraten die Diskussion mit einzubinden, welchen Teil der touristischen Infrastruktur wir gerne fördern würden. Jedenfalls, vielleicht war es im Bildungsausschuss, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe davon zumindest nichts mitgekriegt. Wir haben das ganz intensiv im letzten Bildungsausschuss, also die einzelnen Maßnahmen vorgestellt. Frau Otto hat das ausführlich mit einer PowerPoint, mit Bildern und mit finanzieller Untersetzung präsentiert. Das glaube ich Ihnen, das weiß ich. Die Frage ist, wann entschieden wurde, dass das Museum das gemacht wird. Das ist die Frage. Als die Fördermittel eventuell noch frei waren, als wir wussten, wir kriegen 6 Millionen, da den Stadtrat einzubinden, was habt ihr für Vorschläge, was gemacht werden kann. Dass die Maßnahme jetzt vorgestellt wird, wo schon, das bezweifle ich ja nicht. Aber wann war der letzte Bildungsausschuss vor 14 Tagen? Dann war es ja mit Sicherheit schon so weit in Sack und Tüten, dass die Feinabstimmung waren, oder? Also wie gesagt, in Sack und Tüten ist noch nichts. Wir sind immer noch in der Planungsphase oder der Förderantrag ist ja noch nicht auf dem Weg. Ich kann Ihnen nur sagen, auch in anderen Kommunen, zum Beispiel Weißenfels, die bestellen jetzt auch einen Antrag für Neu-Augustusburg und auch in Naumburg wird für den musealen Bereich ein Förderantrag gestellt. Ja, also ich denke, das ist auch die Ausrichtung vom Wirtschaftsministerium her, die hier wirklich uns auch nahegelegt wurde. So, jetzt Dankeschön, Frau Langberg. Herr Schröder hatte sich gemeldet. Als nächster. Bitte. Ja, kurze Frage, die ich in die Öffentlichkeit des Stadtrates bringen möchte. Ich habe da auch schon nach einer persönlichen Anfrage bei Herrn Immisch eine Antwort bekommen. Gleichwohl geht es mir darum, dass wir hier auf eine Zeitschiene kommen. Und zwar geht es mir um die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes, was für uns alle wichtig ist, dass man da mal eine Zeitschiene vorgibt. Denn es läuft ja nur schon 2020 aus und die Fortschreibung in der Bearbeitung braucht ja auch seine Zeit, ne? Ja, Sie haben es selber gesagt, die Zeitschiene ist insofern gegeben, als dass das bis 2020 erledigt sein muss. So, Herr Schwarz, bitte. Eine Anregung etwas einfacher Natur. Es stehen große Feierlichkeiten dieses Jahr zum 1050-Jahr-Jubiläum bevor. Es wäre, glaube ich, zweckdienlich, zumindest die Beschriftungen der städtischen Fahrzeuge zum letztjährigen Zuckerfest zu entfernen, bevor man vielleicht darüber nachdenkt, die Werbeflächen für die diesjährigen Feierlichkeiten zu nutzen. Das war ein Hinweis. Bitte, Herr Exler, Sie haben das Wort. Ich bin ja gerne Lobbyist im positiven Sinne. Diesmal geht es um den Ortschaftsrat Zangenberg, auch wenn das wieder Herrn Immisch betrifft, tut mir leid. Der Ortschaftsrat Zangenberg hat sich in seiner letzten Sitzung vehement dagegen ausgesprochen, dass die Baufahrzeuge zum Bau oder zur Reparatur der Bahnbrücke durch den Ortsteil Zangenberg fahren. Da war letztens noch das Thema, ja, das gehört alles dem Bund und wir können darüber nicht bestimmen. Mittlerweile ist klar, zumindest so meine Information, dass die Grundstücke der Stadt Zeitz gehören. Ich gehe hier gerne nochmal in die Bresche für die Bürger von Zangenberg. Ich stelle mir es schwierig vor, beziehungsweise dazu meine Fragen schwierig vor, dass also eine Anzahl von Baufahrzeugen unmittelbar an der Mehrzweckhalle vorbei Richtung Radweg, dann dort links abbiegen und dann zur Bahnbrücke kommen. Also diese Straßen sind ja nun nicht so grundhaft ausgebaut, dass sie vielleicht 20 oder 40 Tonnen aushalten, das weiß ich jetzt nicht. Aber trotzdem meine Frage, ist es möglich, da sich nun die neue Erkenntnis ergeben hat, dass das unsere Grundstücke sind, eine andere Streckenführung zu wählen für die Baumaßnahmen? Zwei oder weitere Frage dazu, wenn das nicht möglich ist, wie ist es mit der Wiederherstellung dann der
betroffenen Straßen- und Radwegbereiche, die dann eventuell in Mitleidenschaft gezogen werden. Wie ist da der Stand der Dinge? Wie gesagt, der Ortschaftsrat hatte sich dagegen ausgesprochen und das Thema, wem gehört welches Grundstück, also wurde mir gesagt, ist jetzt neu und deshalb bitte ich, weiß ich jetzt nicht mehr, das zu beantworten oder die Dringlichkeit, wenn sie da ist, jetzt zu beantworten, dann bitte im 5.4. im Bauausschuss. Herr Immich, bitte. Exler, ich würde sagen, was weg ist, ist weg. Und ich war ja nun selber im Ortschaftsrat Zangenberg. Vielleicht erstmal zur grundsätzlichen Sachlage. Zu den Grundstücken ist es nicht ganz so, wie Sie sagen, das ist zum Teil richtig. Die Grundstücke bis zur Gemarkungsgrenze Zangenberg, also ein Stückchen Detailstraße rein in der Mehrzweckhalle, wo dann die Stellplätze aufhören, das ist Stadt Zeitz, Gemarkung Zangenberg. Danach dieser Weg, der dann in den Tiergarten reingeht und im Tiergarten weitergeht, ist dem Land, weil das Landesforstamt den Tiergarten besitzt. Die Baulast auf diesen Wegen liegt allerdings bei der Stadt Zeitz, weil wir haben mit Fördermitteln aus dem Hochwasserprogramm dort quer durch den Tiergarten einen Radweg gebaut und haben auch die weiterführende Teichstraße, sage ich jetzt mal, mit einer Schwarzdecke versehen. Und die Baulast, wer sich im Straßenrecht ein bisschen auskennt, weiß, dass ja schwebt über dem privaten Eigentum, sofern das Ganze nicht gewidmet ist. Wir haben es hier allerdings mit einer Widmung zu tun, allerdings eine aus der Historie. Straßenverzeichnis, das Neue hat noch nicht ausgelegt, dort werden Sie die Straße finden, allerdings mit Widmungseinschränkungen, nämlich was Tonnage und Verkehr betrifft. Das ist ja dann schon damals mit Fördermitteln schon mal ausgebaut worden als ländlicher Weg. Ländlicher Weg heißt Radverkehr, Forst und Landwirtschaft frei. Die Beschilderung, aus welchem Grund auch immer, habe ich jetzt erst am vorigen Woche zum Ortschaftsrat gesehen, ist leider nicht vorhanden. Allerdings haben Sie recht, in der jetzigen Ausbauform ist weder diese Zufahrt noch die andere beantragte von dem Büro aus Dresden, was für die Bayerische Eisenbahngesellschaft GmbH, denen die Flutbrücke, die eingestürzt ist, gehört, arbeitet. Es gibt, wir haben in unserer Stellungnahme, mehr gibt es bisher nicht, also es gibt auch keine Entscheidung. Ich vermute nur eine Entscheidung, sonst hätte man die Pflaumenbäume nicht geschnitten oder schneiden lassen. Dass man diesen Weg wählen wird oder wählen will, das ist mit uns aber auch noch nicht abgestimmt. Es gibt von der Stadt Zeitz eine Stellungnahme, genauso wie Sie sagen, dass diese Straße von ihrer Tonnage und von ihrer Bestimmung her für schweren Baulastverkehr nicht geeignet ist. Genauso aber die anders erwogene Straße, das ist die am Thälmannstadion vorbei, dort hinten, dann hinten durch den Tiergarten durch Richtung Schießplatz und hinten raus. In jedem Fall muss dann die Baufirma, die dann den Auftrag kriegt, die Ausschreibung hat meines Wissens noch nicht stattgefunden, auch noch ein Stückchen über ländlich, also über Felder fahren, die privat sind. Und da habe ich nur gehört, dass der eine Landwirt, den es dann betrifft, wohl nach langem Zögern wohl zugestimmt hat. Aber das ist eine Sache, die geht uns ja nichts an. Und die dritte Variante, die wir auch vorgeschlagen haben, das habe ich auch im Ortschaft gesagt, wäre das ganze Material über die vorhandene Bahnstrecke ranzufahren. Also umzuladen, an dem Bahnübergang in der ehemaligen L193 dort abzukippen, umzuladen und dann mit irgendwelchen Dingen. Ich denke mal, das wird aber die teuerste und schwierigste Variante. Es liegt nun bei dem Büro und bei der Baufirma darunter auszuwählen. Und natürlich, da gibt es auch ein Schreiben von der Frau, ein recht umfangreiches Schreiben von der Frau Schneider vom Sachgebiet Straßenbau und Verkehr, dass auf jeden Fall in die Ausschreibung der Brückensanierung rein muss, dass eventuell eine Straße ertüchtigt werden muss oder hinterher wieder hergestellt werden muss. Die andere Frage, das habe ich den Zangenbergern auch gesagt, so schmerzlich das ist, dass eine Straße dabei kaputt geht, wichtig ist, es entsteht wieder, irgendwo müssen die ran an die Brücke, denn Sie werden sich erinnern, das ist vielleicht ein halbes Jahr her, hat sich sogar unser Ministerpräsident dafür eingesetzt, dass aufgrund der Zufahrt zum Gewerbepark Hüzet diese Bahnstrecke gebraucht wird. Also ich denke mal, es wäre jetzt vollkommen fehl am Platze, absolut zu mauern und sagen, wir lassen die nicht ran. Es ist unser Eigentum, da darf keiner drüber fahren. Es muss immer Wege geben. Wichtig ist, und damit haben Sie vollkommen recht, dass wir keinen Schaden nehmen. Und das muss abgesichert werden. Aber der Schaden, der dann wieder hergestellt oder wieder hergestellt werden muss, der entsteht so oder so. Also entweder muss in der Ausschreibung rein, was mir lieber wäre, aber ich kenne sie noch nicht, es gibt noch keine, dass die Straße für Tonnagen bis 40 Tonnen ausgebaut wird und dann so bleibt. Da haben wir eine nachhaltigere Straße.
oder aber, dass sie wiederhergestellt wurden. Da wird dann sicherlich eine Beweissicherung vorneweg gehen. Aber ich sage mal, nicht ranlassen in eine Firma, das kann man eigentlich nicht verantworten. Und dann sagen, dann bleibt die Brücke so, wie sie ist. Dankeschön, Herr Immich. Herr Gensch, bitte. Herr Weißbrot hat es bereits angeschnitten. Wäre es nicht sinnvoll, auch die Mitglieder des Finanzausschusses mit einzubeziehen, wenn es um Millionen geht, wie das zum Beispiel Schlossberg war? Man erfährt immer vieles erst aus der Tageszeitung. Und das ist meiner Ansicht nach nicht in Ordnung. So, Frau Späte, bitte. Ja, manchmal ist das schwer mit geschenkten Gäulen. Insofern nochmal auf das zurückzukommen. Die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung gibt es seit 1992. Und im Zweifel ist das ein Programm, was schon viel in der Region Zeitz Gutes bewirkt hat. Der Burgenlandkreis hat sich aufgrund seiner derzeit guten Haushaltssituation entschlossen, hier auch das Geld für die drei größeren Städte im Burgenlandkreis aufzuwenden und sozusagen hier ein 100%-Paket den drei Städten zukommen zu lassen unter dem Stichwort Aufwertung der touristischen Region. Ich denke, und deswegen habe ich mich auch noch mal zu Wort gemeldet, es wäre vielleicht hilfreich, zumindest habe ich das dem Protokoll des Sozialausschusses entnommen, dass es da eine PowerPoint von Frau Otto gibt. Vielleicht kann man die den Stadträten auf elektronischem Wege zukommen lassen, weil keiner hier im Saal, und ich glaube, das ist verständlich, im Moment weiß, was dann im Ende daraus entsteht. Und es wäre gut, wenn wir darüber auch diskutieren können, beziehungsweise erfahren, was dann am Ende dabei rauskommt. Und ich hoffe, dass das möglich ist. Dann hätten wir zumindest eine kleine Vorstellung von dem, was da in der Moritzburg für dieses Geld stattfindet. Ich danke. So, gibt es weitere Anfragen? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 21, schließe den öffentlichen Teil unserer Sitzung und verabschiede unsere Bürgerinnen und Bürger sowie die Vertreter des Senioren.